So. Oh, warte mal, Mama. Mama? Mama? Kann ich dich gleich zurückrufen? Also, okay, ich rufe dich gleich an. Ich bin noch im Podcast. Ich kann mich gleich melden, ne? Ich habe über dich geredet. Über kleinen Apfeltraum habe ich geredet. Dein Scheißkuchen, da weißt du noch? Ihr habt ihn nicht verarscht. Ich habe nur gesagt, ihr habt gesagt, dass du sehr gut backen kannst. Gut, okay. Tschüss, Mutter. Ja, ich weiß, ihr habt das als Baywatch Berlin-Zuhörer auch nicht leicht, aber fangen wir vielleicht mal bei mir an. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt, kennt ihr das, ihr kommt nach Hause, ihr wollt eigentlich nur noch auf die Couch, ihr wollt euch da so fallen lassen, wollt sagen, so, Fernseher an, los geht's, ich will meine Ruhe haben. Und bei mir ist jetzt der Moment, dass ich nach Hause komme und die ganze Couch ist noch so vollgeräumt mit Zeug. Ich muss also erstmal alles aufräumen, erstmal alles zur Seite machen, erstmal muss ich mich so richtig anstrengen dafür, dass ich dann mich auf die schöne, dann von mir selber freigeräumte Couch setzen darf. Und das ist jetzt eigentlich nur ein Bild, eine Metapher für das, was mir hier gegenüber sitzt, nämlich zwei mittelmäßig gelaunte Leute. Ich möchte eigentlich anfangen mit Baywatch Berlin. Wir können sagen, komm, wir starten jetzt bei 1. Wir gehen über los und zack, sind wir mitten in der Folge. Das geht aber nicht, weil ich jetzt erstmal hier private Launen zur Seite schieben muss, was ich persönlich völlig unprofessionell finde. Denn hier sind aus dem Privatleben dann doch Dinge mitgebracht worden, die ich nicht für notwendig halte bei Baywatch Berlin. Jakob, lacht, also das war gerade ein ziemlich, wenn man nicht kennt, künstliches Lachen? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich habe mich amüsiert über deine Einstiegsworte. Aber ich finde, es gibt irgendwie so eine Songtextzeile, ne? Du schuldest den Leuten das Lächeln in deinen Augen. Und unter diesem Motto steht hier auch meine Berufsehre heute bei diesem Podcast, weil ich bin eigentlich so super schlecht drauf und grummelig. Und es wäre eigentlich so ein Tag, wo ich mir so schweigend durchs Büro tigern würde und so meine Sachen mache und die Gespräche möglichst vermeiden würde. Aber ich finde, ich schulde den Leuten das Lächeln in der Stimme und deswegen einen wunderschönen guten Morgen. Das hast du mal gesagt. Schönen ganz, Feierabend. So ein ganz ekliger guten Morgen, Moderator. Ja. Das klang mir jetzt auch zu koschwitzig verlogen. Nö, ich mache hier heute den Kosch. Ich koschwitze mich heute so durch. Das, Koschwitz ist, das muss man für alle Nicht-Berliner und Brandenburger sagen, Thomas Koschwitz, also der alte Koschwitz, hatte sogar nur eine Late-Night-Show bei RTL und ist eine Radiolegende, muss man sagen. Und der Sohn führt jetzt dieses Erbe weiter und moderiert beim Berliner Radiosender 88.8 Radio Berlin. Ist das wie bei mit dem Koschwitz-Sohn. Wie bei Hip? Ja. Ey, das ist auch irre. Schmiddi, sag mal kurz guten Morgen, dass ich das noch erzählen kann mit Hip, dass die Leute wissen, du lebst. Guten Morgen. So, die Hip-Werbung ist insane. Das war ja so der alte Hip, so ein Grand Seigneur, der hat ja immer dann gesagt, was war so der Claim? Dafür stehe ich mit meinem dafür guten Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen und hat die Werbung gesprochen. Das ist der ja Klaus so, Hip. Der, genau, Klaus, das war so das Signature-Ding, dass er sagt, hier nur die tollsten Früchte kommen hier in den Brei und so. Alles mit so einer sonoren Stimme. Und der Sohn. Jeremy der, Hip. Der Jeremy Pascal Hip, der dieses Erbe nun weiterführt, also auch diese Werbung sprechen muss, damit man in dieser Idee bleibt, der hat nun leider eine Stimme. Also ist das eine satirische Aussage, die ich hier täte, aber es klingt wirklich wie ein ganz perverser Typ, ne? Und der redet jetzt so, dafür stehe ich mit meinem Namen. Nur erlesene Zutaten kommen in den Brei. Und da denkst du so richtig so, dich schaudert, weil das ist so einer, der wird so industriellen Söhne entführen und denen irgendwie ein Auge ausstechen. So klingt die Stimme für mich in meinen Ohren. Ja, das so. Muss nicht sein, ja. Trotzdem muss man ja irgendwie den elterlichen Betrieb übernehmen. Ich frage mich, wie das dann irgendwann ist, wenn jetzt die nächste Generation, das ist ja noch ein... Diesen Podcast übernimmt. Ja, ne, das ist ja noch ein klassischer Beruf, ne, da irgendwie so Babybrei herzustellen. Ja. Dann hast du da deine Maschinen, deine Arbeiter, ja. Die da seit 50 Jahren die sind und so. Die Möhrchen und die Tomaten. Die das da reinmachen und so, das ist ja über die Jahrzehnte immer so ähnlich, ne? Ja. Aber wie ist es, wenn irgendwann mal der Sohn von Dougie B., den YouTube-Kanal übernehmen muss, den elterlichen Betrieb praktisch übernehmen muss und sagt, nein, ich will dich Schmink-Influencer werden, ich habe ja keinen Bock drauf, Mama. Und dann heißt es, wir sind seit 6 Generationen sind wir Schmink-Influencer. Wir zeigen hier Produkte in die Kamera. Das hat deine Urgroßmutter schon getan. Und du willst jetzt hier aus der Reihe springen und Rechtsanwalt werden? Schäm dich was. Na du, irgendwann werden wir auch diesen Podcast weitergeben an die Kindeskinder. 50 Jahren müssen die hier ran. Naja, klar. Damit ich auf dem Treppenlifter kann. Ja.
Ja, klar. Das ist übrigens toll. Ach, ein Treppenlifter. Ich habe übrigens dieses Bild ganz am Anfang, ne? Dieses mit dem vollgeräumten Sofa und so, dass man also erstmal sich irgendwie das normale Leben erstmal herstellen muss, bis man normal was machen kann. Das war ein Trick meiner Oma. Die war ein bisschen rabiat und die hatte handfeste pädagogische Methoden. Ja. Ich musste immer arbeiten, wenn die kam. Ich habe beispielsweise viele Jahre meiner Kindheit, ja zusammengerechnet waren es Jahre, damit verbracht, auf unserer sehr großen Auffahrt zu sitzen und zwischen diesen Steinen auf der Auffahrt, das Gras, was zwischen den Steinen hochwächst, habe ich mit einem Kartoffelschirmesser rausgepult. Das ist ja ätzend. Und meine Oma ist dann alle Stunde mal gekommen mit dem Besen. Wo war jetzt der Trick nochmal? Nee, das war kein Trick. Das war nur so einfach, um mal zu illustrieren, wie schlimm das war. Seit den Trümmerfrauen habe ich keine schlimmere Story mehr gehört. So ist das. Ja. Ne? Ja, und dann, Krieg ist ein Witz. Ja. Und dann hat die, wenn bei mir Chaos war im Zimmer, hat die, dann dachte ich, sie wäre so nett gewesen und wäre eingeknickt und hätte mein Zimmer aufgeräumt. Ich bin reingekommen und dachte, geil, jetzt habe ich sie. Jetzt hat die das gemacht, was ich will. Die hat mein Zimmer aufgeräumt. Und abends, als ich ins Bett wollte und scharf drauf war, jetzt zu schlafen und Kassette zu hören, mache ich die Decke weg und die ganze Kacke liegt in meinem Bett. Das ist schlau. Und dann musste ich aufräumen, bevor ich ins Bett kam. Und meine Oma hat mit verschränkten Armen süffisant lächelnd, zumindest, also ich wusste nicht, was süffisant ist damals. Ich dachte nur, Gott, ist die ätzend. Aber es war wohl süffisant. Ja. Und dann habe ich das alles weggeräumt, aber vielleicht auch einiges gelernt dabei. Ja, Frau Saalfrank, hier nochmal den Stift gezückt und mitnotiert. Also nicht nur stille Treppe, sondern auch vollgemülltes Bett. Sehr gute Idee. Ja. So, was ist denn jetzt hier mit Schmidti los? Jetzt trete ich dir mal gegen Schienbein. Jetzt mach mal auf, Schmidti. Was ist denn jetzt hier los? Warum bist du denn so still? Du schuldest den Leuten auch das Lächeln in der Stimme. Das ist hier eine Dienstleistung. Ich schulde dir niemand was und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass du, Jakob, du bist ein Fake. Du bist ein Faker. Du sagst hier schlechte Laune, ne? Kommst hier rein, machst einen so auf irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt. Und dann, wenn ich denke, ah, endlich betritt er meine Welt. In dem Moment legst du los, machst hier einen auf Late Night Talker und haust hier einen Gag nach dem anderen raus, ein Feuerwerk, bist gut gelaunt. Du sitzt sogar aufrecht. Ja. Ja, weil ich eben weiß, dass die Körpersprache da die Stimmen macht. Ich grinse, also wir haben es schon mal besprochen, beim Radio gilt die alte Regel, wenn man den Regler hochschiebt, dann gehen die Mundwinkel mit hoch. Und dann sagen schönen guten Morgen, 8 Uhr, 10, 10 Minuten nach, hier ist Rod Stewart. Hier ist Lionel Richie dancing on the CD mit den tollen Commodores. 9.15 Uhr, 15.09 Uhr, einen schönen Montag. So, warum geht's. Machen die eigentlich immer? Weiß ich auch nicht, gute Frage. Wirklich gute Frage. Mach das nochmal. Ja, 10 Minuten nach 9. Und gleich das News-Update mit Klaas. Klaas, wie sieht's aus da draußen? Schmidti, versuch es auch mal. Also, meine... Direkt professioneller, ne? Ja, wie Jeremy Hipp, ey. Sag mal, so richtig gut gelaunt. Wünsche uns, Klaas und mir, mal einen richtig tollen Feierabend, weil es gibt ja Morgenmoderatoren, die müssen einen super Morgen wünschen und viel über Müsli und Stau reden. Und abends muss man sehr viel über schönen Feierabend und Stau reden. Das sind so eigentlich im Grunde die Moderationsthemen. Und das kannst du jetzt nochmal versuchen, Spitty. Aber diesen wunderbaren. Also, ich hoffe, Sie hatten einen wunderbaren Tag. Ah nee, jetzt habe ich so gekrunzt wie so ein das Schwein. Ist eingekrunzt, ne? Ja, das sag ich mal. Jetzt hatte ich so einen wunderbaren Tag. Und ja, komm, lass mal. Klingst du wie einer, der nachts irgendwie an der Gegensprechanlage steht und man denkt, wer ist denn da? Wie der Sohn von Klaus Hipper. Ja. Ist denn da? Jakob, hast du dir auch schon den Bachelor drauf geschafft? Hatte ich nämlich gedacht, der hat nämlich ja auch so eine, der macht ja immer so eine ganz harte Ausdrucksweise. Also der macht immer, so ist das halt. Also ich weiß gar nicht, der setzt immer so einen krassen Punkt nach jedem Satz. Wobei ich was finde, will der Typ? Stimmt, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, du hast den Bachelor gut drauf. Nee, hab ich nicht. Doch. Ich kann das muss überhaupt mich noch nicht mal reinhören. Weißt du, wie du eigentlich bist, wenn du hier so, wenn er so vorgibt, schlechte Laune zu haben und dann doch hintenrum ganz fake. Gut gelaunt einfach ist? Einfach fake, ey. Ja. Fake, Alter. Nee, aber die Frage ist ja, was ist fake? Die schlechte Laune, die gute? Ich glaube, die gute Laune ist wie das Wasser. Sei wie der Fluss, hat schon Mao gesagt. Die bahnt sich immer ihren Weg. Ja. Schönen guten Morgen. Ja, aber auch Schmittis Methode funktioniert in diesem Bild auch ganz gut. Er hat nämlich die Gegenthese, am Fluss stehen und warten, bis die Leichen deiner Feinde vorbeitreiben. Das funktioniert auch in diesem Bild. Und du bist dann so, du fließt dann so schön, aber halt irgendwie bergab, ne? Ja, ich bin heute wie Bayern München so gegen irgendeinen Sechstligisten. Du lässt ja erstmal anrennen, alle anrennen und wenn die müde sind, dann steige ich ein. Ja, aber es gibt so einen Film auch, da sind Leute, deren Geschäftsmodell ist es, bei regionalen Karaoke-Wettbewerben richtig geil zu überraschen und dann den Hauptpreis mit Geld zu gewinnen. Das heißt, die gehen rein und machen erstmal so,
den Eindruck und verbreiten so ihr eigenes Image, dass sie eigentlich nicht so gut singen können, das nur so aus Quatsch machen und so weiter. Die wirken wie so Hillbillies und dann denken die anderen, die auch scharf sind auf den Preis, na, die mache ich fertig. Und dann herrscht aber schon so eine Underdog-Stimmung um die herum und die stellen die halt bewusst her, weil dann die Begeisterung größer ist, wenn sie doch sehr, sehr gut sind. Und irgendwann kommen sie denen auf die Schliche, dass das nur eine Methode ist. Also es könnte praktisch sein, dass du dich selber erstmal klein machst, um dich gar nicht mehr so weit erheben zu müssen, um über allem zu strahlen. Aber ist das nicht die Methode Schmitty? Nee, der bleibt ja unten. Schmitty macht sich absichtlich sehr klein und dann muss man ihn suchen, weil da bleibt er dann. Aber Schmitty, du kommst doch aus einem Elternhaus, korrigier mich, wenn ich mich da täusche, wo schon auch ein Leistungsgedanke großgeschrieben wird, ne? Wieso wird der heute bei dir hier so klein geschrieben? Also du bist ja, wie gesagt, den Leuten auch so ein bisschen gute Laune schuldig, so ein bisschen Schwung. Naja, ich finde, wir müssen uns ja nicht zu dritt wie die lila Launebären hier an einen Tisch setzen. Alle sind super gut drauf, ist ja nicht auszuhalten. Und ich versuche da einfach so ein bisschen das Gegengewicht heute darzustellen. Apropos, ist euch mal aufgefallen, weil im Prinzip stimmt das, ist euch mal aufgefallen, dass der, und das ist jetzt wirklich was für die ältere Generation, dass der lila Launebär, also völlig im Gegenteil zu dem, was man denkt, dass der nämlich sehr gut gelaunt war, das stimmt nicht. Der war deswegen der lila Launebär, weil der schlechte Laune hatte. Ach, der saß in dem Schrank und war nahezu depressiv. Ach. Und der sah ja auch gar nicht so süß aus. Also Matti, der Mann, der mit diesem Bär zusammengewohnt hat, der war gut drauf. Stimmt, der war, der der musste den immer so motivieren. Der musste mal sagen, nu, lila Launebär, nun stell dich mal nicht so an. Na, das macht doch Spaß. Na, jetzt komm. Ist doch alles in Ordnung. Und der musste den praktisch stellvertretend für die Kinder, die ja auch zu motivieren sind, die dann Fernsehen gucken. Der war so der verlängerte Arm des genervten Kindes, was jetzt unterhalten werden wollte. Und über praktisch den schlecht gelaunten Bären konnte man die unerreichbaren Kinder direkt ansprechen. Ach, das war der Trick, glaube ich. Darf ich euer lila Launebär heute sein? Du kannst das sein. Du bist unser Negativ praktisch, wo wir dann wissen, wenn das gut ist. Du bist praktisch wie der Kanarienvogel im Bergbau. Ja. Wenn du von der Stange kippst, dann müssen wir was machen. Aber ich finde es wieder, darf ich mal kurz einwerfen? Ne? Also ihr habt jetzt ganz viel, eine halbe Stunde festgestellt, dass schlechte Laune herrscht und ich da auch sehr schlechte Laune habe. Aber ihr fragt gar nicht, warum. Nein, das interessiert mich. Scheißegal. Also ich kann es mir ungefähr denken, weil ich dich gut kenne. Warum eigentlich? Die Quote war gut. Ja. Es ist ja heute Dienstag, wir haben gute Quote. Eigentlich, es gab keinen Angriff auf Schmittis Lebenswerk. Eigentlich müsstest du bester Laune sein. Schmitty, warum bist du schlecht gelaunt? Es kommt mir, also danke, dass du fragst, Jakob. Sehr gern, Schmitty. Ich bin sehr interessiert heute an dir und Klaas auch. Es ist die Zeit. Im Moment geht unsere Firma wie so durch so ein Nadelöhr, wo sich so alles stapelt. Und ich hasse es, wenn man so 7 Projekte gleichzeitig hat. Wenn man im Grunde diese hat, dann kommt man zu LMB, dann kommt man zu Duell um die Welt, dann kommt man zu einer neuen Joko-Show und. Es sind so viele Sachen, die nerven. Dann bin ich so ein bisschen leicht erkältet. Warum nervt dich das denn? Es ist doch schön, dass wir hier Fernsehen machen dürfen. Was nervt dich denn schon wieder? Ja, mich nervt es immer dann, wenn man das Gefühl hat, man kann sich auf eine Sache nicht richtig konzentrieren. Man kann immer nur so reingucken und sehen, uiuiuiui, und dann macht man die Tür wieder zu und geht zur nächsten Tür. Und so geht's mir auch aktuell. Ja, Mann, ne, weißt du, warum dir dann eigentlich blöd geht? Weil du dann abends wieder nicht schlafen kannst. Ja. Ja, das ist wirklich so. Das ist nämlich, es geht gar nicht um den Stress am Tag, das kriegt er eigentlich gut hin. Aber du liegst dann abends da, machst dich irre und kannst nicht schlafen. Mhm. Dann schläfst du immer erst irgendwie um 2:15, dann daddelst du noch auf dem Handy rum, dann guckst du noch irgendwas mit Krieg auf dem Handy oder so, abends, wenn das Licht schon aus ist, ne? Guckst du noch irgendwas mit irgendwelchen Panzern. Mhm. Aber wie ist denn das, wenn du nicht schlafen kannst? Also hast du dann das Licht aus und du wälzt dich so? Weil so ist es, wenn ich mal seltenerweise nicht schlafen kann. Oder ist es so, dass du, wie Klaas gerade beschreibst, dich so in verschiedene YouTube-Videos so durchklickst und ein bisschen Fernsehen, ein bisschen dies, bis du so erschöpft bist, dass dir die Augen zufallen? Was ist deine Technik? Ich habe ja schon mal gesagt, sobald der Fernseher läuft, schlafe ich nicht. Egal wie. Stimmt, hast du erzählt. Das passiert einfach nicht. Deswegen, ich habe schon Licht aus, dann meistens ein Hörbuch an. Der alte Helmut Kohl höre ich mir an. Also du kannst doch nicht dir, du hörst dir auch, was ich auch wirklich zu stressige Sachen an. Nee, Helmut Kohl ist jetzt nicht also so stressig doch, war das, das jetzt ja nicht. Ein bewegtes Leben. Ach Quatsch, er hat immer gerne was gegessen mit dicker brauner Soße und genau, dann darum geht's. so hektisch ging das dann nach dem Mittag sowieso nicht mehr los. Deswegen, ne, haben sie ihm die Münzen geprägt. Ja, so sieht's aus. Und ey, also der hat sich jetzt nicht vor den Karren spannen lassen oder irgendwie in Eile versetzen lassen. Nee. Nö. Der ist da rummarschiert und. Obwohl in dem Hörbuch über Helmut Kohl, das ist da diese, die Kohl.
wie heißt das, die Kohldokumente oder die Kohl... Irgendwie Kohlsuppe? So, nee, das heißt irgendwie die Kohlprotokolle von Heribert Schwan. Ach, wo der auch verklagt wurde. Genau, wo der auch verklagt wurde. Und da geht's halt richtig ab, weil der halt irgendwie losledert mit einem Hass, wie ich, also wirklich so ein... Helmut Kohl war ein hasserfüllter Mensch. Der hat wirklich die ganzen Co-Politiker, macht er da fertig, denkt ja, es wird nachher nochmal ausgesiebt. Das ist das Ding, er wurde interviewt für, für eine Biografie und hat da losgeledert mit dem Gedanken, dass das danach nochmal bereinigt wird. Wurde aber nicht. Aber das ist jetzt rausgekommen, so. Ich dachte, das wäre verboten worden. Nee, das hat, glaube ich, ich glaube, es gab einen Rechtsstreit. Maike Kohl-Richter, die Witwe und letzte Frau von Helmut Kohl, hat das, glaube ich, probiert. Die hat es nach der Veröffentlichung probiert. Ach so, und das ist draußen? Das ist draußen. Aber das will ich ja auch unbedingt hören. Und da haut der hier über, wer da der Dümmste im Parlament ist und der der denkt nicht, der ist so dumm wie ein 10 Meter Feldweg und so geht es halt wirklich so auf übelste Art beleidigt, der so alles seine und ist so richtig verknorzt. Du merkst so diese ganze, was bei ihm war, diese schwarze Konten-Affäre und so. Er sieht sein Lebenswerk, also noch schlimmer als ich, wenn ich da eine scheiß Matz sehe, sieht er halt gefährdet. So, er war halt der Kanzler der Einheit und auf einmal ist er persona non grata und keiner will mehr ein Foto mit ihm machen in der Politik. Und das hat ihn so dermaßen, kann man ja auch verstehen, hat ihn so dermaßen verbittert, dass dieses ganze Dokument, was ich mir da jeden Abend, ist vielleicht jetzt auch nicht so für die beste Laune zum Start. Also ich weiß nicht, ob man sich irgendwie so... Also Hitler ist fröhlicher, wenn ich mir dabei so ein Hörbuch anhöre. Ja, das ging auch alles schneller dann, sagen wir mal. Ne? Also waren die Ereignisse, haben sich dann mehr überschlagen. Helmut Kohl, muss man schon sagen, hat sich das alles so ausgewalzt. Ja. Irgendwie, ne? Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt, vielleicht liegt das daran, dass du dir jetzt nicht jeden Abend Helmut Kohl reinziehen musst. Ne? Na, es ist aber, denke ich mir auch. Und dann höre ich. Liest das der Micky Beisenherz mit so einer Helmut Kohl-Imitationsstimme oder wie muss ich mir das Hörbuch vorstellen? Nee, da kann ich brauche immer Hörbücher, die von einer sonoren Stimme so ganz langsam. Also ganz schlimm. Ich mag den wirklich super Schauspieler. Alles Christoph Maria Herbst liest 1000 Hörbücher, aber eine Katastrophe zum Einschlafen, weil er viel zu exaltiert liest. Also er ist viel zu sehr der Schauspieler und da geht die Stimme hoch und runter und dann imitiert er verschiedene Stimmen. Und da wirst du wahnsinnig, da ist der Puls auf 180, wenn du gerade einschlafen. Also Christoph Maria Herbst, love him, but man kann ihn zum Einschlafen nicht gebrauchen. Wen man aber gebrauchen kann, ist Wohlleben über den Wald. Ja, das geheime Leben der Bäume. Das hast du mir gesagt. Und da gibt es von ihm auch noch das geheime Seelenleben der Tiere. Ja, jetzt macht er alles. Jetzt macht er das geheime Leben der Tischkante. Ja. Jetzt gibt es irgendwie das irre Leben des Fensterbretts und die Geheimnisse, die sexuellen Geheimnisse des vorderen linken Autoreifens. Jetzt macht er natürlich alles, was irgendwie läuft, weil man natürlich weiß, wie damals, als Nora Jones auf einmal erfolgreich war, danach gab es nur noch braunhaarige Frauen mit Locken und Gitarre, die dann ein Album nach dem anderen rausgebracht haben, bis tatsächlich der Trend komplett totgeritten war. Und so jetzt, wer will es ihm verdenken, der war Förster, hatte da seinen eigenen Wald und hat da so Personengruppen dann mal durch den Wald geführt und hat dann gesagt, naja, so und so ist das. Und es gibt so eine Art komplette Intelligenz im Wald und alle Pflanzen und Bäume, die kommunizieren miteinander. Und, ja, aber das ist ja eine super These, die kannst du ja wirklich auf alles übertragen. Ja, das ist aber auch interessant. Ja, recht. Ist auch interessant, der ist halt ein total sympathischer Typ. Kann ja keiner überprüfen. Naja, doch, also so ein bisschen überprüft. Wie hier, Klaas, die Wände in deinem Büro. Nein, die nicht. Die kommunizieren, das merken wir. Ich fass mal an. Jakob, das sind Steine und das andere sind Pflanzen. Also da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Du Pharisäer, ey. Hast noch kein Wort gehört? Fass mal hier auf den Campingtisch. Mal sehen, was er uns sagt. Nee, das was? Die Mikros sind dir zu schwer, die wir angebracht haben? Ach, das iPad, das gefällt dir, das strahlt auf dich. Ach, lieber Campingtisch, beruhige dich. Du galoppierst in die Kompetenz. Du stellst dich richtig. Nee, ich stellst dich als sehr dummer Mensch wieder da. Ja, ja. Komm, doch jetzt, ja. Jetzt ist auch gut, dass dir die Maske mal runterfällt. Ne? Ja, also jetzt gerade vergaloppiert er sich. Ja, okay. Ja, also das musst du dann auch mal hören. Ich bin ja oft was, auf deiner Seite. Liebe Schuhe, seid mal still. Wir machen ja einen Podcast. Ihr könnt nicht reinreden. Der Onkel arbeitet. Nee, sprech mich weiter. Schuhe haben mir ja ein bisschen Radau gemacht. Die hatten eine schwere Anreise, du. Ja, wie schon Fips Asmussen sagte, ich stand 2 Stunden im Stau, jetzt tun mir die Füße weh. Liebe Grüße. Alles Gute, alles Liebe.
Werbung. Immer wieder nehmen wir uns da die Zeit und stellen gute Apps vor. Und in dem Fall ist es eine App, die ich wahnsinnig gerne und begeistert sogar nutze. Sie heißt Readly. Und Readly ist der Zugang zu tausenden Magazinen. Und während ich früher, wenn ich so in Urlaub gefahren bin, habe ich so den Koffer vollgepackt und das waren allein 10 Kilo an gestapelten Magazinen über Architektur, über Einrichten, über Weine, über Essen, über Erotik, über Autos. Und heute muss ich das nicht mehr machen. Vor allen Dingen sieht das keiner, was ich für Magazine habe, weil ich habe die App Readly und da ist der Zugang praktisch schon mit drin. Ich kann da alles lesen, worauf ich Bock habe und ich kann sogar richtig stöbern. Es kann also sein, dass ich in der einen Sekunde ein Magazin über Weine runterlade und im nächsten Moment lade ich mir eigentlich ein Heft, wo ich eigentlich nach London fliegen müsste, an Flughafen, über britische Rockbands runter. Weil du kannst da alles lesen, was du willst. Finde ich sehr gut. Und man sieht auch hier, das kostet 9,99 Euro im Monat. Es gibt keine zusätzlichen Kosten. Genau. Und dann hat man also mehr als 5000 Magazine weltweit. Also so Magazine kosten ja schnell 7, 8 Euro. Ist ja kein Quatsch. Das heißt, wenn du zwei kaufst, hast du im Grunde im Preis 5000 drin. Aber du kennst das doch, wenn man so früher im Urlaub war, als das alles noch nicht gab. Ja. Dann gab es, wenn man Glück hatte, die Bild-Zeitung, und zwar auch die schon einen Tag alt ist. Ja. Die kam dann irgendwann da in der letzten Ecke von Griechenland da an. Und dann konnte man so ungefähr wissen, was gestern, also es ist nicht mehr vorstellbar. Stimmt, ja. Alles. Ne? Ja. Und jetzt mittlerweile kann man das so machen und diese Freude darüber, wenn einer im Urlaub mal irgendwie in den lokalen spanischen Supermarkt kommt und da irgendwie drei völlig furchtbare deutsche Magazine, die man in nicht mit der Kneifzange in die Hand nehmen würde, in Deutschland, aber wo man so froh ist, dass man irgendwas zu lesen hat. Das ist alles vorbei, weil man hat alles mit dabei. Das finde ich total gut. Unzählig sind die Sonntage, in denen ich mit meinen Katzen auf der Couch saß, das iPad in der Hand, ja, und mir gedacht habe, Mensch, wo finde ich denn jetzt noch ein Magazin? Ja. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, Sonntagmittag einfach, während man Jazz hört und die Katzen einen beschmusen, da aus dem Vollen zu schöpfen. Vor allen Dingen, wenn dich an der Zeitung, auf dem Titelblatt nur ein Artikel interessiert, ne, dann wägt man ja so ab, dafür jetzt die Kohle rausschmeißen. Und hier kannst du dir wirklich einfach alles runter, du liest nur den einen Artikel über einen Kühlschranktest und dann weg damit, nächstes Magazin. Es gibt das Time Magazine, es gibt die Automotor Sport. Das Unterwassermagazin. Echt? Ja, ja, wirklich. Mein Unterwassermagazin gibt es auch. Für jedes Hobby, für jedes absurde Hobby dieser Welt gibt es da das passende Magazin. Und das Ganze ist monatlich kündbar. Wir wären nicht Baywatch Berlin, wenn wir nicht einen Service für unsere Zuhörer hätten. Zwei Monate für nur 1,99 Euro. Einfach unter readly.com/Baywatch Berlin anmelden. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Gut, Lies. Werbung Ende. Sag mal, ist vielleicht das Thema, müsstest du... Nee, vielleicht kannst du was zum Seelenleben der Tiere, was... Nee, jetzt willst, nein, du auch noch, willst du jetzt auch noch absprechen, dass es dass Tiere, nein, auch Tiere, genau, nein, sind wie Schuhe? Nein, Tiere sind da was, ist was anderes. Sag mal, was würdest du Schuh sagen? Schuh ist kein Tier. Hast du denn das Gefühl, so wie viele Menschen, dass Tiere erst ab einer gewissen Größe eine Seele haben? Nein. Ich glaube, alle haben eine Seele und die haben alle auch was. Also ein Käfer Herzen, genauso wie eine Katze. Haben alle was zu berichten. Ist darum geht es gar nicht, ob die was zu berichten haben. Laber doch nicht so einen Scheiß. Mann, ich will jetzt einfach nur nicht bei Instagram irgendwelche Nachrichten, dass die Leute mir jetzt erklären mit den Tieren, das will ich alles nicht haben. Deswegen, Tiere sind super, die haben eine Seele und ich finde die auch klasse und die sind süß. Warum hast du Tiere so sehr? Ich hasse doch keine Tiere, Schmitti. Es wäre doch ganz einfach dich, für dich jetzt einfach mal ernsthaft, dich mit dem Thema, ich habe dir eine normale Frage gestellt und du wirkst ja fast so, als würdest du Tiere so sehr hassen, dass du nicht mal mit über sie reden willst. Nein, ich bin einfach... Guck mal, ich bin nicht mit Tieren groß geworden. Ich habe hier schon im Podcast erzählt, und? Tiere sind mir in Erscheinung getreten in meinem Leben, dass Löwen meiner Mutter ins Gesicht gepisst haben oder ihr Ziegen den Mantel gefressen haben. Das ist so, wie Tiere in mein Leben getreten sind. Außerdem haben mich schon mehrfach kleine Hunde gebissen. Und es gibt einfach nur wenig Tiere, mit denen ich mich super gut verstehe und vor den meisten habe ich selber Angst. Das liegt daran, oder dass Allergie. Ich in Berlin... Oder Allergien, tödliche Allergien. Mhm. Das liegt daran, dass ich in Berlin groß geworden bin. Weil hier gibt es eigentlich nur Hunde und die haben entweder gebissen oder ich hatte auch sonst grundlos vor denen Angst. Und deswegen habe ich nicht... Mein Verhältnis zu Tieren ist einfach so, die sind okay für mich, aber ich bin niemand, der sagt, ach, wie süß, da ist ein Hund. Und dann kuschel ich den so. Ich denke einfach nur, da ist ein Hund und dann gehe ich weiter. Und deswegen Leute, die dann eine unendliche Tierliebe mir entgegenbringen oder wo ich Zeuge werde, dann denke ich auch nichts Schlechtes, aber ich denke einfach so, aha, und dann gehe ich weiter.
Das sind deine Mitkreaturen auf diesem Planet. Ich habe ja auch nichts gegen die. Ist ja auch cool, dass wir hier hier die Basis chillen auf dem Planet. Aber ich muss da jetzt nicht mit denen in Kontakt treten. Zum Beispiel deine Katzen, Schmitty, die habe ich dann beobachtet bei dir im Garten. Dann denke ich so, ach, die sind ja nett. Ja. Punkt. Ach Gott. Ah, echt? So schon? Wie, aber da, ihr denkt dann, ach nein, das Kätzchen mit dem Näschen und den Öhrchen und wie flauschig. Das oder was denken 9 von 10 Leute, denken genau das. Du tust gerade so, du willst uns jetzt gerade so in so eine Ecke stellen, als wären wir Sonderlinge. Weißt du, dass weil wir so eine Art Verhältnis haben zu Tieren. Ey, weißt du, dass Serienkiller immer damit anfangen, dass sie nicht empathisch sind gegenüber Tieren? Sie quälen Tiere, Schmitty. Nein, das wissen wir von Ted Bundy. Ja. Er ist ein Wal und hat die Tiere gequält. Ja, ich habe noch nie Tiere gequält. Es fängt damit an, dass man einfach denkt, das sind so Chemieroboter, die da rumlaufen und die man dann auch mal einen Kopf abreißen kann oder so. Da, bis kurz davor habe ich das Gefühl. Was mir nur wichtig ist, liebe HörerInnen, bitte schreib mir zu dem Thema Tiere nicht auf Instagram. Vielen Dank. Geht dieses Gespräch hier weiter. Wenn ihr mir versprecht da draußen, dass ihr mir dazu keine belehrenden Nachrichten schickt, dass ihr mir nicht süße Tiere schickt, dass ihr mir nicht sagt, dass ich ein Schwein bin, ich will es nicht hören. Also von dem Opfer von diversen Verleumdungen. Liebe Schmittis, könnt ihr bitte dem Jakob mal darauf hinweisen und ein bisschen einen Einblick geben in das Seelenleben der Tiere und dass das durchaus liebenswerte Kreaturen das sind. Das ziehe ich doch gar nicht in Zweifel. Wie können einem Tiere egal sein? Schmitty, dir sind zum Beispiel Autos egal. Es gibt doch Sachen, für die bringt man nicht so eine Leidenschaft auf. Also eure These ist, dass man für Tiere grundsätzlich eine Riesenleidenschaft aufbringt. Kennst du den Unterschied zwischen Blut und Öl? Ja, beides fließt durch so einen Organismus. Ja. Das eine bringt mich noch von A nach B. Also wenn du auf Katzen ins KDW fahren könntest. Dann würde ich da ein ganz anderes Verhältnis. Dann würde ich, also wenn man so eine Katze satteln könnte und dann fährt die mich ja mit 100 über den Kuhdamm zum KDW, dann wäre es eine ganz andere Nummer. Weil in dem Moment würde ich den Vorteil sehen, weil so eine Katze ist ja durchaus flauschiger als jeder Sitz im Auto. Also das heißt, ein Lebewesen ist für dich nur gut, Nutztier. Wenn das, ja, also es muss von Vorteil sein. Sonst hat es irgendwie, wäre es egal, Nutzen. Zertretet ist. Ich glaube, Moment, also jetzt gerade, jetzt rutscht der ganze Podcast ab. Jetzt gerade haben wir, bislang war es noch so eine spleenige Eigenheit und jetzt langsam rutscht es richtig in so ein Katzenhassertum ab, was ja auch uns in die Mitleidenschaft zieht. Also langsam macht man uns dafür verantwortlich, dass wir mit dem noch befreundet sind. Echt so schlimm? Ja. Also ich werde jetzt nochmal diese Plattform nutzen, ist ja auch mit meinem Podcast, ein Drittel gehört ja auch mir und dieses Drittel nutze ich jetzt, um es nochmal ganz klar zu definieren. Ich finde Tiere super. Mir sind nur die Tiere auch nicht egal, mir ist auch wichtig, dass es denen gut geht. Aber ich selber, mich emotionalisieren die Tiere nicht. Ich finde, die sind nett, dass sie da sind. Klasse. Ja. Und das war's. Weißt du, was ich dir noch empfehlen könnte, damit du vielleicht ein bisschen besser schlafen kannst? Ja. Du musst jetzt vielleicht auch mal nicht immer nur, also man kann nicht, das hat man schon viele Jahre in Deutschland gesehen, wenn man immer nur auf Helmut Kohl setzt. Das führt am Ende euch immer nur zum Ziel. 16 Jahre ging es ja wohl gut. Es ging gut, aber trotzdem gab es hier und da Moment. Also, was ist denn, wenn du mal wieder ein bisschen Sport machst? Was ist denn damit? Gott. Du hast Stress. Stimmt, Schmidt, die war mal groß im Jogging-Game. Du bist genervt. Grundlos natürlich, ne, weil du zu viel Stress in deinem Körper hast. Du baust es nicht ab, du setzt dich abends vor die Glotze und abends hängst du dich an den Kohl. Ja, was soll passieren, ne? Also, dass man morgens aufsteht und sagt, oh, gestern, da gab es eine Story aus Oggersheim, die hat mich so richtig beflügelt. Ne? Gestern hat er mir was vom Wolfgangsee erzählt, da dachte ich wäre auch da gewesen. Also, dann sagst du jetzt so. Du endest wie Walter und Peter, wenn du so weitermachst, wirklich. Naja, joggen halt. Geh doch mal wieder joggen. Ich habe das jetzt wieder mal gemacht, ich habe das jetzt einigermaßen regelmäßig durchgezogen. Mir ist jetzt was Lustiges passiert beim Joggen. Mehrere Sachen sind passiert, aber eine Sache fand ich dann persönlich auch ganz lustig. Ich bin mal eine andere Strecke gelaufen. Manchmal laufe ich einfach so los und manchmal renne ich immer so dämlich immer dieselbe Runde durch den Park und so. Und das ist ja auch sehr langweilig manchmal. Mhm. Und jetzt bin ich einfach so losgegangen und dachte, jetzt laufe ich durch die Stadt. Und dann bin ich bis zum Brandenburger Tor gelaufen. Von dir zu Hause? Ja. Was aber weit. Ja, und dann bin ich so durch den Tiergarten und Potsdamer Platz und dann wieder da so zurück und irgendwie so bin ich da so lang gelaufen. Ne? Aber auf dem Weg zum Brandenburger Tor bin ich bei Madame Tussauds vorbei.
Das ist ja vorne, ist ja Madame Tussauds mit den ganzen Wachsfiguren von irgendwelchen Prominenten, internationalen und deutschen Prominente. Und da war dann so eine Schulklasse, stand dann davor und da waren relativ viele Autos und es war so ein bisschen so ein Tohuwabohu. Und dann konnte ich nicht einfach so weiterlaufen. Ich musste kurz so abstoppen, musste so gucken, meine Lücke finden, damit ich jetzt niemanden umrenne und auch jetzt nicht zu nahe komme und so. Und die Gesichter von den Leuten vor Madame Tussauds, als ich auf einmal draußen war und dann weitergelaufen bin, die haben mich angeguckt, als wäre einer bei Madame Tussauds abgehauen. Ja, du warst wie so ein Walking Act. Also die haben wirklich Flyer verteilen sollen. Das kurz nicht gerafft, weil da steht ja auch eine Figur draußen, die, mit der man dann so Fotos machen kann zum Anlocken. Ne? Und die haben das nicht gerafft, warum ich jetzt mich bewegen kann. Ich habe richtig gemerkt, dass sie denken, ich habe jetzt wie bei nachts im Museum, wäre irgendwas passiert, ich hätte irgendeine so Art Trank genommen oder so oder irgendwas wäre passiert. Und ich hätte jetzt die Gunst der Stunde genutzt und wäre abgehauen. Und laufe einfach erstmal wie früher damals durchs Brandenburger Tor in ein neues Leben. Das gab es ja schon mal. Andersrum zwar. Oh, wie die Truman Show. So, so ein bisschen, ja. Dass man jetzt denkt, okay, jetzt oder nie. Und dann also geht eigentlich ein guter Film 1992 mit Tom Hanks los. Ja, eigentlich hätten noch so die Mitarbeiter in so roten Jacketts hinter dir herrennen müssen. Ja. Haltet ihn auf. Und ich weiß praktisch als Wachsfigur, die zum Leben gekommen ist, gar nicht, wer ich bin. Stimmt. Und lauf dann in den Park im Tiergarten, setz mich erstmal auf eine Bank und denk, alles klar, wo bin ich, was ist hier los, wer bin ich, was habe ich an? Und da muss man rausfinden. Und dann kommt es dann in dieser lustigen Body-Switch-Komödie, die es ja fast ist so ein bisschen, kommt dann raus, es gibt dann zwei von mir. Wie bei Dave, bei diesem Präsidenten, wo einer sehr dumm ist und einer sehr humorlos. Ja? Also wenn unser Lieblingssender ProSieben mal das Format Prankenstein wieder aufführen will, dann haben sie hier einen Bombenprank. Naja. Dann, du musst da durch die Flure rennen und dann rennen so andere Leute in roten Anzügen hinter dir her und dann staunen alle. Dann gucken die aber blöd. Aber sag mal, bist du eigentlich in Madame Tussauds? Nee, natürlich nicht. Ne? Natürlich nicht. Ich bin ja kein, also nein, da sind so Leute wie Thomas Gottschalk und Whoopi Goldberg. Naja, da ist auch Stefan Raab, Matthias Schweighöfer. Haben wir doch mal mit dem gedreht auch da. Stimmt, ne? Stimmt, Schweighöfer. Ja, weil der ist ja nachvollziehbar. Ein großer Star ist. Ja. Aber ich finde schon, also an deiner Stelle wäre ich da schon verletzt. Nee, weißt du, weil ich glaube nämlich, ich wäre schon verletzt. Soll ich dir sagen, warum nicht? Warum? Weil ich alleine für die super uninteressant bin. Für diese Dings ist es nur interessant mit Joko zusammen und dann ist es zu teuer. Weil eine so eine Figur kostet, glaube ich, 200.000 Euro oder so. Na echt? Ja, ja, die ist richtig teuer. Ja. Nein, so viel Geld? Ja, die ist ultra teuer, sind die Dinger. Können sie doch lieber dich echt mieten. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Wir sind mittlerweile in einem prominenten Status, da ist es billiger, mich in echt anzustellen, wie ich mich einfach nicht bewege. Das ist bei meiner Flughöhe momentan besser, als da so eine teure Figur zu machen. Ja? Bis da der Break-Even kommt, bis genug Leute bei mir stehen geblieben sind. Uiuiui. Oh, das ist aber ein richtiges Schicksal. Ja. Ich habe gerade, vielleicht ist es ein bisschen böse, meine ich aber nicht so. Ich habe gerade überlegt. Wenn du das sagst, dann ist es einfach nur böse. Ja, es ist böse. Ja. Ich habe überlegt, ob deine Eitelkeit so weit geht, dass du schon gegoogelt hast, was so eine Wachsfigur kostet. Nee. Damit du dir eine gießen lassen kannst von dir für ins Büro. Für selber? Ne? Ja. Hier da so steht neben deinem Schreibtisch. Das war's. Als ich hier noch nicht ins Büro geplatzt bin, hat Klaas gerade mit so 3 Teelichtern versucht, das Wachs abzuschöpfen und war mit so einem Spachtel dran. Ja, das war, glaube ich, der erste kleine Finger, den er da gegossen hat. Mit so einem Foto von mir selber und mit so einer Mütze aus Zeitungspapier auf. So ein Wachsfiguren-Set aus dem Yps-Heft hast du da schon mal, ne? Ja, ja, ich habe auch mal probiert, mich selber Blei zu gießen. Aber durch Zufall. Weißt du, dass ich einfach ganz oft reinkippe und immer gucke, ob es so aussieht wie ich. Aber wenn die Leute anfragen würden, jetzt geht's zur Vermessung und so, würdest du ja sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur gern größer sein als in echt. Und was würdest du tragen 1,90. Gerne? Was würdest du tragen gerne? So wie jetzt. Okay, also Korthose, dunkle Korthose, blauer Pulli. Ja, Pulloverchen, ne? Ohne Hemd. Was zieht ihr denn auf den Comedypreis an? Wir fahren ja am Freitag zum Comedypreis. Ich bin zu dick für meine ganzen Anzüge. Aber ich habe schon, also das Problem kenne ich, und habe schon überlegt, ob der Comedypreis eine Veranstaltung ist, die man
damit adelt, noch indem man dann so einen ganz feinen Anzug anzieht. Also da habe ich wirklich mir Gedanken gemacht. Nee, man muss einen Spaßanzug anziehen. Nee, eigentlich. Einen Ingo-Appelt-Anzug, einen weißen. Oder, also entweder das oder, was ich eigentlich gedacht habe, ist, man bräuchte ein Comedian-T-Shirt. Also wir müssten eigentlich jeder so ein T-Shirt haben, dann würden wir am wenigsten auffallen. Und darum geht es dir ja ganz oft, Schmidt. Ja. Du willst ja nur nicht doof, willst ja nicht, dass Leute sagen, guck mal, Schmidt, was für ein Idiot. Ne? Deswegen will ja so ein bisschen in der Masse untergehen. Und dann bräuchten wir eigentlich, müssten uns ein Comedy-Programm ausdenken. Und da so, Frauen sind auch dumm, sagen die Männer oder irgendwie sowas. Ne? Nee, wir müssen ja vor allen Dingen, wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht unbesprochen bleibt und du dann wieder mit deinem Smoking und deinem Gustl-Mollert Pflanztopf da ankommst. Wie in der ersten TV-Folge von Baywatch, den kann man sich ja nochmal anschauen. Aber wie gesagt, wir bräuchten eigentlich so ein Comedy-T-Shirt. Wir könnten uns jetzt ein fiktives Programm ausdenken und dann machen wir hinten so ein paar Tourdaten und dann würden wir nicht auffallen. Nee, hinten machen wir so, wir schreiben vorne drauf, ich bin schizophren und hinten ich auch. Das gefällt mir gut. Sehr witzig, ne? Die Tour. Ja. Also so ein T-Shirt bräuchte man eigentlich. Also das werden viele, glaube ich, tragen, ein T-Shirt und dann so ein Jackett drüber, weißt du? Ja. Ich glaube, ich habe ja heute Morgen ausgemalt, zugegeben ein bisschen beeinflusst von meiner aktuellen Stimmungslage, die so mittel ist, dass ich da vielleicht auf dem Comedy-Preis mal so den Kanye West machen könnte. Mhm. Wenn gemischtes Hack den Preis entgegennehmen und die Laudatio halten, dann bei Taylor Swift damals. Dann überrasche ich euch mal alle. Dann gehe ich da hoch, hab so Jeezys an und gehe da hoch, reiß den Preis ab und erzähl mal, warum wir den verdient haben. Ui. Ist das sympathisch? Ist das was? Mir wird's richtig heiß und kalt. Also weil das Schlimme ist ja krass, so, wenn Schmidti das macht, dann sind wir mit Teil der Aktion, ob wir das gut heißen oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich finde, da ist dann irgendwann, wenn der das macht, dann ist so eine, da ist irgendwie so eine Art Tabu gebrochen, dass es fast schon wieder egal ist. Nee. Doch, also wenn mir so, wenn ich jetzt so, stell dir mal vor, du sitzt da und kleckerst so ein bisschen, ne? Dann denkst du so, ach scheiße, hast gekleckert. Dann ärgere ich mich, kacke gekleckert, so, ne? Aber wenn mir so ein ganzes Tablett mit so Frühstück für zwei Leute runterfällt, dann stehe ich einfach nur da und denke mir, ja, jetzt ist es auch schon egal. Und dann muss ich fast manchmal lachen aufgrund der unglaublichen Katastrophe, die ich gerade veranstaltet habe. Und so ähnlich wäre das auch mit sowas. Das wäre ein Moment, da wäre ich fast schon wieder glücklich. Da habe ich was für dich. Fragen an den Prominenten. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, Klaas, dass, wie du eben schon beschrieben hast, du irgendwie eine Verbundenheit zu Joko hast. Ich stehe. Man nennt im, euch man oft. Ich stehe im Verdacht, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Ich glaube, es gibt auch einen gemeinsamen Wikipedia-Eintrag und sowas, ne? Joko und Klaas ist halt eine Person im Grunde. Für viele Leute. Wie ist das denn? Habt ihr so geheime Absprachen, wenn einer mal über die Stränge schlägt oder irgendwas macht, was dem anderen vielleicht peinlich Regeln. Ist? Es gibt ein paar Regeln. Erzähl mal die Regeln der Joko und Klaas-Gemeinschaft, Symbiose. Also, es gibt eine Regel, ist das Ein-Mann-Vetorecht. Das ist bei einer Zweiergruppe relativ hart. Das heißt, wenn einer was nicht will, was beide machen müssten dann darf der ein Veto einlegen. Zum Beispiel Werbung für irgendwas. Werbung für irgendwelche Scheiße. Ja. Wie gesagt, wird nicht immer von Gebrauch gemacht. Aber naja, Werbung für irgendwas oder irgendeine Sendung oder irgendeine Show, wo man hin muss oder Film synchronisieren oder naja, so Sachen, die man halt zusammen macht oder irgendwelche Jobs, die man miteinander machen kann, vielleicht aber auch die Art, wie man reist oder egal, also so Dinge, die man halt miteinander besprechen muss. Und da gibt es eben für die absolute Zufriedenheit gibt es das Ein-Mann-Veto-Recht und das wurde auch, wenn auch schon sehr ausgewählt, aber wurde auch schon benutzt. Und versucht man, also muss das dann fraglos hingenommen werden oder versucht man dann nochmal, ey bitte, ich will so gern das so ist zum ganz Quiz wichtig. Des Menschen mit Johannes Becker. Ach komm, ey, der ist immer so nett und lass doch mal. Nein, wir komm. Gehen nicht zu Eckart von Hirschhausen. Ach komm, der singt immer so geil die Lieder da mit dem WDR-Orchester, ey bitte. Guten Abend, gute Nacht. Das hat er gesungen, der Eckart von Hirschhausen. Guten Abend, gute Nacht. Will ich mal live erleben, ey, der singt so schön und der ist so voll drin. Ein Penner, ey. Sag mal, Klaas. Was denn? Wir müssen zum Comedy-Preis. Am Freitag ist er auch da. Ich mag Eckart von Hirschhausen, weißt du, ich habe sogar schon, es gibt sogar ein Foto von mir und Eckart von Hirschhausen, wo ich so eine rote Nase auf habe. Und dafür habe ich mir das ja wohl verdient. Ecki und ich sind cool miteinander. Ja. Da kann ich den auch mal Penner nennen, ohne dass der direkt sauer ist. Das war jetzt so ein freundschaftliches Penner. Ja, so wie ich letztens Mattes Penner genannt habe, weil er nicht über meine Witze gelacht hat im Stand-up. Ja. Also das heißt, Eckart, sprich uns gerne an. Was gibt's noch eine Regel? Naja, und also eine ganz, Sache ganz noch. Wenn ihr so zu RTL, zu,
zu Wetten, das geht und ihr seid da oberkörperfrei als Feuerwehrmänner mit so ein bisschen Ruß, dann habt ihr vorher das besprochen und fandet das beide eine gute Idee, das zu machen. Nein, das haben wir nicht besprochen, das war dann einfach so. Da bin ich reingezwungen worden, aber da bin ich ja, das ist ein dunkles Kapitel in meinem Leben, da möchte ich nicht drüber reden. Aber da stand ich da, das habe ich da auch schon mal erzählt, dass dann da hinter der Bühne da, dann stand ich da wie so ein Idiot da angemalt da und in dieser zu großen Hose und sah aus wie so ein Ausrangier, hier wie Sachsen-Paule sah ich aus, kennt ihr den, der mal immer Pornostar werden wollte. Aber später hieß er Sachsen-Heiko dann. Sachsen-Heiko, der dann irgendwie zu dünn war für Pornostar und so und so stand ich da eigentlich wie Sachsen-Paule und dann kam Hilary Swank und guckte so abschätzig und sagte, was ist denn das hier für ein Witzbold? Also, naja, ist egal. Also es gibt bei diesem Vetorecht ist es so, dass man, also das muss unwidersprochen hingenommen werden. Wenn man selber möchte, als derjenige, der das Veto eingelegt hat, dann darf man erklären, warum. Wenn man das Gefühl hat, das tut jetzt der Gemeinschaft gut, dann darf man das erklären, sagen so, das ist die Begründung dafür. Man muss aber nicht. Darf man alleine dann hingehen? Oder ist das praktisch, wenn der eine Veto gesagt hat, wir gehen da nicht hin, darf der andere auch nicht allein hingehen? Meistens sind das ja Sachen, da geht, also alleine kann jeder machen, was er will. Das sieht man ja auch an unseren Verläufen. Da gibt es ja durchaus Sachen, die man sich gegenseitig vielleicht verboten hätte. Joko mir und ich Joko. Da ist man eben unterschiedlich. Aber es geht um die gemeinsamen Dinge. Okay. Und dann wird das nicht gemacht. Und das ist manchmal auch echt, also ich glaube, es war nie falsch, die Sachen, die wir abgesagt haben dann. Einer von beiden hat dann schon immer ein gutes Bauchgefühl. Aber manchmal war es schon ärgerlich. Also es waren immer so Sachen, wo es gut war, dass man es nicht gemacht hat, aber wo man natürlich scharf drauf gewesen wäre, es zu machen. Zum Beispiel wegen Geld. Also ich sag, wie es ist. Und dann hat man das halt dann nicht gekriegt. Und dann, wir haben öfter, also wir haben echt viel liegen gelassen, weil es halt einfach zu blöd war alles. Also, und das heißt auch was, wenn Joko und Klaas da in der gemeinschaftlichen Beratung drauf kommen, das ist uns zu blöd, dann war das blöd. Kann man von ausgehen. Und es gibt eine weitere Regel, das die kennt man mittlerweile auch ein bisschen, die Alabama-Regel. Mhm. Das ist einfach, weil man ja oft schreit und oft da rumbrüllt und so. Manchmal muss man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, weil man ja auch in dem Film selber sehen soll, wenn wirklich was hart ist. Und manchmal sind die Dinge in der Sache hart und man muss dann auch leiden und man kann ja auch laut leiden. Man war ja aber irgendwie bereit dazu, das zu machen und trotzdem will man sich beschweren darüber, weil das einem Erleichterung verschafft in dem Moment. Wenn es aber heißt, jetzt hörst du auf und zwar privat. Weil sonst bin ich, und das ist auch so eine Sache, privat schlecht drauf. Es gibt schlecht drauf, das ist, wenn man sich einfach ärgert, weil es hart ist und weil wir ein dummes Spiel, weil ich mit dem Catcar 10-mal über Joko fahre, dann ist er schlecht drauf. Ne? Ja. Aber ist er auch privat schlecht drauf? Das ist der Moment, wo es für mich stressig wird, wenn dann die Kamera ausgeht und er bleibt schlecht drauf. Ja. Er kann dann nicht vom Spielfeld rantreten, das gilt auch übrigens für mich. Gilt auch, ja. Und dann praktisch auf die Szenerie schauen und sagen, ja, das war ja wieder doof so. Naja, komm, nächstes oder wir machen jetzt was anderes. Sondern es bleibt dann so, dann redet er nicht mit mir, dann ist er so, dann dreht er sich so weg. Dann sage ich mal, was ist denn jetzt, was habe ich denn gemacht? Und dann sagt er irgendwie, ja, nee, das musste jetzt nicht sein, wenn man ihn zum Beispiel zu doll triezt mit seiner Höhenangst und so. Ne? Wenn man dann zu sehr genießt, dass er das wirklich nicht gut findet, dass er da oben jetzt stehen muss und so. Und dann zieht er es durch, weil er irgendwie weiß, lieber Gott, lass Abend werden. Ja. Und dann ärgert man ihn die ganze Zeit. Und dann braucht er so einen Moment, bis er so den Hass erstmal wieder von sich lassen kann. Das verstehe ich auch. Das habe ich im Gegenzug auch manchmal mit ihm. Er weiß auch ganz genau, wie er mich auf die Palme bringt, indem er sich da so benimmt wie so ein Achtjähriger die ganze Zeit. Und nach so einer Stunde habe ich halt einfach, bin ich scheiße drauf, dann, weil mich das aufregt, dass er absichtlich sich benimmt wie ein blöder Achtjähriger. Muss man ja sagen, jede Probe bei Halligalli fast. Also man muss ja wirklich sagen, ihr seid halt einfach... Das hätten wir uns sparen können, wir hätten uns jede Probe bei Halligalli sparen. Ihr seid einfach so unterschiedlich. Du willst das gerne dann irgendwie genau geprobt wissen und irgendwie, dass wir das einmal konzentriert durchgehen. Ja, mit und, Pyro, es wäre schon ganz gut, wenn ich weiß, wo es knallt. Ja. Und Joko ist eher ein Bauchmensch, so. Und das, der hat auch völlig recht. Also der spürt, wo die Pyro rauskommt, der braucht keine Pyro. Er ist aber tatsächlich sehr gut darin, irgendwie so aus dem Bauch heraus zu agieren. Und wenn das eben klassisch tot geprobt wird, ist Joko einfach nicht so gut. Und da prallen diese Welten aufeinander. Und in jeder Probe von Halligalli hat es immer Ärger gegeben. Ja. Und hier Joko steht in der Ecke und weint da wie ein kleines Kind. Guck dich nicht mehr an und du hast irgendwie da ihn angeschissen, dass er jetzt mal in Ruhe proben soll und sich jetzt auch mal konzentrieren und dies und das. Und das ist einfach das... Ja, darüber können wir lachen. Ne? Darüber sind Joko und ich, da mittlerweile können wir drüber lachen, weil das war wirklich so. Und da ist auch keiner besser als der andere. Muss man sagen, da ist jeder genauso doof wie der andere in seinem Bereich. So, ne? Und es muss ja auch so Dinge geben, die dann... aber wiederum andere Dinge,
Das muss man auch sagen. Das sind eigentlich wie zwei Brüder. Das heißt, wir streiten uns die ganze Zeit. Aber wenn es Ärger von außen gibt, dann halten wir zusammen wie Pech und Schwefel. Dann weiß man, dann war es jeder. Weißt du, was eigentlich auch, das fällt mir nur zu diesem Probenthema ein. Weil Schmidti und ich, wir sind dann häufig im Ü-Wagen gewesen und haben dann so mit überlegt, wie müsste man das dann, was müsste man als Information vielleicht noch dazugeben, dann in der Sendung, damit alle das verstehen, was man sich als Team dabei gedacht hat. Und dann gibt es ganz oft die Situation, dann entweder wurde so witzig geprobt, das hieß dann so ganz ungenau und 10 Gags zu viel, eigentlich so in so einer guten Laune. Und dann hat man häufig gesagt, ja, ihr müsst später wirklich noch das und das sagen. Ja, weiß ich, das sage ich dann später. Ja. Das ist ja jetzt nur die Probe. Oh. Oder es wurde so ganz ernsthaft geprobt und dann hat man gesagt, ja, aber hier an der Stelle wäre es gut, das noch zu erwähnen später. Ja, das sage ich dann später. Also es war immer so, man konnte es nicht so ganz fassen, ne? Wie jetzt geprobt wird. Es war von Montag zu Montag unterschiedlich. Man konnte es fassen, weil alles, was immer gesagt wurde, ja, machen wir noch, wurde nie gemacht. Wurde tendenziell nie gemacht. Ja. Da denken wir noch dran. Es gibt übrigens noch eine Regel, von der weiß ich gar nicht, ob ihr die überhaupt kennt. Eine interne Joko und Klaas-Regel, die uns viel durch schwere Zeiten gebracht hat. Ach, jetzt bin ich gespannt. Die uns auch die Tage verschönert hat. Und das ist die alte Regel, keine Verbesserungsvorschläge. Jeder, der einen Verbesserungsvorschlag macht, entweder Joko oder ich, kriegt Ärger vom anderen. Das heißt, in so einem Moment, wenn wir beide den Dreh machen und dann fällt uns beiden etwas auf, was vergessen wurde, was niemand bemerkt hat, was man hätte besser machen können oder ein Requisit, das falsch ist oder ein Anschlussfehler oder irgendetwas, was am Ende im Schnitt auffällt. Also vom Team vergeigt wurde. Vom Team wurde was vergeigt und ja. Es wurde etwas falsch gedacht. Uns fällt das auf und man müsste das jetzt eigentlich noch machen, das würde aber eine halbe Stunde extra Dreh dauern brauchen. Dann heißt es, keine Verbesserungsvorschläge. Ich kriege einen Herzinfarkt. Es wird einfach weitergemacht. Und weil es ist nicht unsere Aufgabe, wir sind die Performer. Und wenn niemand anderes drauf kann kommt, ich glauben. Werden, frag Joko. Oh Gott, ich glaube es wirklich. Na, ich glaube es auch, also mir wird frag einiges Joko, klar. Ob es die Regel gibt, keine Verbesserungsvorschläge. Es gibt drakonische Strafen für Verbesserungsvorschläge. Ja, jetzt wisst ihr das, ne? Also heute seid ihr wirklich beide gut im Masken fallen lassen. Wieso? Das ist einfach so ein, das war eine Methode. Du hast ja mit dem Dreh, du bist so weit weg mittlerweile, du bist da oben im Management, sitzt da in deinem Glasbüro und trinkst da deinen Espresso, der von deiner Assistentin reingebracht wird. Was hast du mit Drehs zu tun? Dir kann ich alles verraten. Du bist so weit weg davon, du kommst nie wieder zurück in den Dreck. Nee, es ist anders. Schmidti ist so in der Reality-TV-Welt gefangen, weil er so seit Wochen nichts anderes mehr tut, als Sommerhaus der Stars sofort zu gucken. Also im Grunde, wenn jemand bei RTL in Köln das auf den Server gelandet, wenn die ersten Megabytes den Server berühren. Schon vor dem Einzug habe ich alle Folgen hat gesehen. Hat Schmidti schon 10-mal refreshed und dann Play gedrückt. Und deswegen ist er natürlich in einer ganz anderen moralisch-ethischen Welt. Und er, was jetzt gerade passiert ist, dass er diese ethischen, moralischen Bewertungsmuster auf uns, auf die echte Welt überträgt, Schmidti. Ja, und da geht es dir nur darum, dass wir wollen nur die 50.000 Preisgeld. Wann fallen die Masken? Ja. Das berichte, Schmidti. Was ist da los? Fällt dir das noch auf? Was jetzt? Ich habe jetzt nicht kapiert, was. Also für mich bist du auch nicht authentisch, Schmidti. Du spielst dir nur den Grummler. Ich find das aber schön, dass du dich noch traust zu sagen, ich habe das nicht verstanden. Nee. Das finde ich immer toll. Das ist, wie Sido mal gesagt hat, Cuxhaven. Ist das in Deutschland? Schmidti, wie willst du dich denn heute safen? Ja, ich keine Ahnung. Ich kann euch, also ich hätte was im Angebot. Oh, ey, wisst ihr, dass ich am Wochenende fast erschossen worden wäre? Das ist auch gut. Erzähl doch das mal. Was war? Das ist auch beim Joggen passiert noch. Diese Runde da gelaufen und dann bin ich zurückgelaufen. Da war ich gerade so auf der Ecke hinterm Adlon. Also an der Straße hinterm Adlon, ne? So, wo das Holocaust-Mahnmal ist? Nee, vorne, unter den Linden, also durch Brandenburger Tor wieder und wieder Richtung Berliner Dom bin ich gelaufen und dann direkt hinterm Adlon und auf der anderen Straßenseite. Und da warst du, da ist irgendwie wahrscheinlich eine Botschaft oder, ne? Und dann ist da so ein kleines Polizeihäuschen und da waren zwei Polizisten und so eine Gruppe von so 6-7 Rentnern, die irgendwie da demonstrieren wollten, aber so auf easy, ne? Die sahen eigentlich aus wie so eine Wandergruppe aus Norderney. Das waren so ganz ordentliche Leute. Ne? Irgendwie sahen die so aus wie so welche, die an der Nordsee Urlaub machen und hatten so dolle Regenjacken an und dann so ein bisschen so selbstgemachten Schmuck und so, ne? Und da hatte aber einer von den Opas hatte auch so ein Megafon und irgendwelchen Auftrag hatten sie da, ne? Und wollten da mal hier
das Land auf links ziehen. Und dann hat gerade der eine Mann mit dem Megafon hat dann mit so einem Polizisten gesprochen und vermutlich dann da ihren Ausraster, den sie davor hatten, jetzt angekündigt oder angemeldet oder so. Und dann war das aber auch so unübersichtlich, denn diese ganzen Omas, die sind ja nicht gut darin, dann auszuweichen. Und man ist ja dann doch relativ schnell, wenn man so joggt. Und dann haben die sich so blöd hingestellt, dass ich so ausweichen musste. Und dann bin ich an so einem Kantstein hängen geblieben mit dem Fuß und bin dann, also der Polizist stand mit dem Rücken zu mir und ich bin auf den draufgefallen, also so halb. Boah, und ich wollte, super peinlich. Ja, Moment, und dann wollte ich nicht hinfallen, weil ich dachte, das tut mir auch weh. Also eine ganz normale Reaktion ist, dass man nicht hinfällt. Und dann habe ich mich so instinktiv an dem so festgehalten. Weißt du? Dann habe ich mir so, muss ich mir mal vorstellen, steht der da. Eh nur Verrückte am Brandenburger Tor und dann da vor der russischen Botschaft gibt es auch immer Demonstrationen, man weiß immer nicht, wer kommt jetzt zur Gegendemo und überall sind natürlich immer Verrückte, da musst du mit so einem durchgeknallten Rentner dann noch seine Demo besprechen und irgendwie bist du ja in Alarmbereitschaft als Polizist, das ist ja jetzt nicht irgendwie auf dem Dorf mal ein paar Fahrräder kontrollieren, sondern da kann ja richtig was los sein da in der Ecke und dann fällt einer mit gemessenen durchschnittlichen 13 km/h dem in den Rücken und dann bin ich natürlich trotzdem so an dem runtergerutscht. Und dann hat mich der zweite Polizist, der das gesehen hat, hat mich so doll angeschrien, dass ich da weggehen soll. Und dann habe ich nur gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann war ich natürlich viel zu nah auch bei dem und so. Und dann war alles so ultra peinlich. Und ich dachte, ja, das ist der Moment, da wirst du halt einfach schnell erschossen. Ja. Und danach wird gesagt, ja, das, und er wäre im Recht gewesen. Ja. Man konnte nicht anders denken, als dass ich mit Anlauf auf diesen Polizisten zugelaufen bin. Und wenn wir befragt worden wären, Schmidt und ich, hätten wir auch gesagt, ja, wahrscheinlich wollte der dem an den Kragen. Ja. Ja. Keine Verbesserungsvorschläge, nee, auch zu, nicht für so Wachpolizei. Genau, zu Recht erschossen. Ja. Ja, stellt euch mal vor, der hätte dann Warnschüsse gesehen. Und ich, weißt du, als Fan der Polizei, der irgendwie, ich bin ja froh, dass sie überall da sind. Du bist Fan der Polizei? Ja, schon, ja, grundsätzlich schon, ja klar. Also ich bin nicht Fan von diesen ganzen Entwicklungen, die es da gerade gibt und so. Und ich bin auch Fan davon, dass die Polizisten, die gut drauf sind, dass die praktisch geschützt werden von diesem Image, indem man da eine vernünftige Studie macht und mal guckt, wie weit ist das da mit dem Rassismus tatsächlich in der Polizei und so. Also ich wäre dafür, dass die ganzen aufrechten, guten, tollen Polizisten, die uns hier den Arsch retten andauernd, dass die in einigermaßen in einer Ruhe und in einer Gewissheit leben können, dass man jetzt weiß, was los ist, indem man da eine vernünftige Studie macht. Das ist so meine Meinung. Ja, also ich glaube nicht, dass wie in keiner Gesellschaftsschicht überall jeder Mensch gleich gut ist. Die Rassismusstudie, die jetzt momentan vom Innenminister so abgebogen wird, gesagt, brauchen wir nicht und so. Und deswegen stehen so alle Polizisten unter Generalverdacht, was natürlich Quatsch ist. Ja. Deswegen wäre es gut, da eine intensive, große Studie zu machen, um da mal den einen vom anderen zu unterscheiden, auch intern für die Motivation. Weil wenn ich so sehe, was die so jeden Tag machen, dann das tut mir immer schon leid, was die sich da anhören müssen. Also wenn wir uns so beschweren darüber oder ich mich darüber beschwere, dass ich mich manchmal mit so Idioten auseinandersetzen muss. Da geht es ja gar nicht mehr darum, dass man sich dann da kloppen muss und sonst was durchsetzen muss. Und deswegen, das tut mir irgendwie so leid und so. Und dann und denen würde ich das einfach so gönnen, dass es mal diese Studie gibt, dass man danach, dass die für sich auch mal wieder sagen können, ja, so ist es eben nicht. Ne? Und zwar, ich weiß nicht, wie man sowas macht, aber es wird ja irgendwelche empirischen Methoden geben, das mal herauszufinden. Und es gibt ja auch da Forschung, wie man sowas macht. Ne? Also, das geht jetzt aber schwer davon aus, dass das Ergebnis quasi... Nee, das Ergebnis ist so, dass jeder, der das nicht ist, das dann am Ende auch darlegen kann. So, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber wenn du eine Studie machst zu diesem Thema, dann wirst du irgendein Ergebnis haben. Das ist ja besser schon mal als kein Ergebnis. Ja, momentan wird gar nichts gemacht. Momentan wird gesagt, kann sein, dass da irgendwo welche sind und alle stehen so ein bisschen unter. Naja, wenn man nur weiß, wie viel prozentual rechtsextrem sind in der Polizei, was wahrscheinlich ja trotzdem noch eine Minderheit ist, dann würde das ja erstmal zeigen, dass es nicht alle sind. Ne? Und gerade hat man so ein bisschen das Gefühl, die Polizei ist unter einem Generalverdacht. Und ja, so ist es genau. Ja, und trotzdem sind wir alle wieder froh, wenn es irgendwie mal. Aber bei welchem Ergebnis wäre denn zufrieden, wenn es heißt, 8% sind Rassisten? Das kann man so nicht sagen. Dann sagt ihr, okay, Nein, zufrieden nicht, aber ich glaube, dass du Möglichkeiten bekommst, dadurch dann herauszufinden, wie das bei bestimmten Gruppen ist. Das sind ja nicht immer nur so Einzelmenschen, sondern man sieht ja auch, dass das Verbunde sind, dass das Leute sind, die sich da einigermaßen gedeckt auch miteinander absprechen und sich gegenseitig den Beweis liefern und damit nichts nach außen dringt und so. Ja, man kann ja ganz vereinfacht sagen, man muss das ja auf irgendeine Weise mal erfassen, um dann zu überlegen, wie man dagegen vorgehen kann. Oder? Muss ja wenigstens mal wissen. So würde ich das sehen. Ne? Also dass dieses Problem erkannt, Gefahr gebannt. Also nicht mal da ist man.
Also das muss, man muss das einfach mal anfangen, so, um vielleicht auch so ein bisschen den Polizisten Respekt entgegenzubringen, die da wirklich einen harten Job machen, finde ich. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, zu sagen, wir gucken uns das jetzt genauer an und wir nehmen das ernst. Das ist doch, ist das nicht demokratisch, dass man sagt, wir gucken jetzt mal, wie es da aussieht und wir können nicht verhindern, dass jemand in den Polizeidienst geht, sich danach irgendwie dahin bekennt oder heimlich das mal denkt oder so, das ist ja nicht auszuschließen, aber dass man alles tut, was man tun kann dazu, um herauszufinden, was los ist, das sollte doch wenigstens mal das Ziel sein, wenn das jetzt nicht sofort klappt, okay, ne? Aber wir haben ja jetzt gesehen, gestern, also heute ist Dienstag, wir nehmen heute an einem Dienstag aus, das heißt gestern war Montag, gestern lief von Thilo Mischke die große Reportage bei ProSieben. Ist auch eigentlich ganz interessant, können wir eigentlich auch mal drüber reden. Wir haben gestern Late Night Berlin gemacht, direkt nach der Reportage, live, Thilo Mischke war zu Gast und wir haben lange mit ihm gesprochen, ihr habt vielleicht die große Reportage gesehen, Thilo war dann nochmal da und wir haben dann mit ihm gemeinsam über diese Reportage geredet und dann haben wir haben da lange überlegt, wie wir das eigentlich machen. Ich finde, das kann man ruhig mal erzählen, wie das dann so los ist. Machen wir eine normale Sendung, machen wir ein langes Interview, fangen wir direkt mit dem Interview an. Und dadurch, dass das bei ProSieben alles noch relativ neu ist und wir uns das auch so überlegen wollten, waren wir uns gar nicht so richtig sicher. Und dann haben wir zumindest am Anfang eine relativ normale Late-Night-Berlin-Sendung gemacht. Ging die so los. Und ich glaube, so vom Gefühl her, jetzt im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich einfach sofort mit dem Gespräch mit Thilo weitergemacht, weil das so interessant war alles. Mhm. Also so, oder? Die Atmosphäre war eigentlich nicht so, dass man jetzt sofort den normalen Late Night Berlin anfangen. Es war eigentlich nicht jetzt so schlimm, glaube ich, aber man hätte sich eher gewünscht, dass es eigentlich nahtlos in so ein Gespräch übergeht, weil einen so viel interessiert hat daran. Ja, man denkt sich ja irgendwie, man will jetzt auch nicht, was jetzt so extra macht auf RTL, dass man das ganze Format im Grunde ins Zeichen von dem Vorprogramm stellt. Also wenn da Bauer sucht Frau läuft, dann hat man danach, hat das mit Stern-TV nichts mehr zu tun, sondern dann geht es nur noch darum. Naja, aber das ist ja auch, dass die Leute zu retten. Da geht es ja darum, dass die Leute vom Fernseher eigentlich nicht merken sollen, dass die nächste Sendung schon angefangen hat, weil da wird die Quote neu gerechnet und du willst praktisch das komplette Publikum von der einen Sendung in die nächste holen. Das ist ja bei so einem Ding ehrlicherweise nicht so richtig unser Ziel, sondern wir probieren ja bei so einem ideellen Thema, was da gesetzt wurde, probiert man eigentlich nur, das Thema auf würdige Art und Weise weiterzutragen im Programm und jetzt nicht einen allzu harten Schnitt zu machen und zu sagen, ja, been there, done that, jetzt kommt irgendwie was anderes. Jetzt war das aber so, also ich bin da auch von ausgegangen, aber man hat schon während die Doku lief, wir waren ja live mit der Sendung, also gab es auch so 2 Stunden vorher, wo im Grunde alles geprobt war, wo man ungefähr wusste, was man in der Sendung vorhat. Mhm. Und da gab es die Zeit, dass so ganz viele Mitarbeiter, wirklich von der Kabelhilfe bis zum Produktionsassistent, haben alle diese Doku geguckt. Und man ist durch die Gänge gegangen und in jedem Raum lief diese Doku. Mhm. Man hat gemerkt, es war so eine Stille überall, dass ich mir gedacht habe, oh scheiße, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, indem wir jetzt gleich mit einem normalen Stand-up, mit dieser Wesel, eine super lustige Matz, finde ich, wie Rapper von Kindern. Die hat dir also nicht dein Leben versaut, die Matz. Die wäre in jeder anderen Sendung, hätte ich gesagt, ach, das macht mir richtig Spaß. Es hat auch Spaß gemacht, dass die Sendung live war. Super Sachen, alle Elemente waren top. Das sind ja, genau, das waren ja so, im Grunde war ja die Überlegung immer wieder hin und her, möchte man diese Gefühlslage aufgreifen und das direkt in ein Gespräch überführen und vielleicht so auch eine Erleichterung schaffen, indem man dann weiter dem zuhören kann, der gerade diese Doku gemacht hat? Oder hat man vielleicht sogar ein Bedürfnis nach all diesen Sätzen, die so nachhallen und die so schlimm waren, all das, was Thilo da zusammengetragen hat mit seinem Team, und will man vielleicht kurz durchatmen paar Scherze an sich kurz ablenken, um dann wieder einzusteigen? Das ist ja auch eine legitime Vorstellung. Ja, aber das ist aber, man denkt dann auch in dem Moment, ne, wenn man selber, es verklingt so und man ist eigentlich selber in Gedanken. Ja, und dann weiß man so, jetzt komme ich da raus wie so ein Knallbonbon. Und dann so, hoppla, jetzt komme ich. Haha, guten Tag und so. Wir haben dann ja auch völlig geplantermaßen danach mit Thilo gesprochen und so. Und ich finde ja auch nicht, dass man da jetzt irgendwie staatstragende, schwere Atmosphäre dann da und so, das ist A, nicht gewollt und es hilft auch niemandem und bringt jetzt auch kein Thema irgendwie besser in das Licht, in das man es heben möchte. Ja, dennoch
Nein, wir glaube ich, einfach, wir hätten das, glaube ich, andersrum machen ja, können. Ja, wir hätten einfach mit dem Talk anfangen lassen sollen ja. und einfach die Stimmung, die nach der Doku da war ja. und auch das Interesse von den Leuten an Thilo Mischke, danach ja. völlig natürlich. Ja. Ich saß auf jeden Fall hinter den Kulissen, habe mir die Show angeguckt und habe wirklich so ein bisschen, oh nein, das wirkt jetzt alles viel zu irgendwie ignorant, als hätte es die Doku vorher nicht gegeben. Und so war es ja überhaupt nicht gemeint. Also es ist alles besser, als wenn jetzt zum Beispiel Balls gelaufen wäre danach. Genau. Das muss man sich auch mal, da muss man auch dankbar sein als ProSieben, dass da jetzt nicht der Programmierungsroboter, dass der da jetzt nicht versehentlich die große Völkerball-WM hinten dran geschnitten hat. Ach, aber ich finde, man muss auch mal sagen, das sind dann so die Momente, wo man, finde ich, auch mal ein bisschen stolz sein kann auf den Sender, für den wir ja hauptsächlich arbeiten, ProSieben, dass die das Geld ausgeben, dass sie den Mut aufbringen, so eine Doku zu zeigen, dass sie das ohne Werbung machen, dass sie das um 20.15 Uhr programmieren und nicht irgendwann im Nachtprogramm und da eben auch auf viel Geld verzichten, was sonst Werbung natürlich reinspült, weil ihnen das von Herzen anliegt. Liegen ist. Und das war gestern so ein Abend, wo ich wirklich mich gefreut habe, dass wir da für die arbeiten, weil die sowas möglich machen. Und ich fand es auch ehrlich gesagt eine große Geste, dass der direkte Konkurrent RTL das auch nochmal retweetet hat und drauf aufmerksam gemacht hat, dass heute diese Doku kommt, weil die irgendwie auch das Gefühl hatten, das ist ein wertvoller Beitrag zur Gesellschaft wirklich. Und da finde ich es irgendwie schön, wenn ein Sender, der für eigentlich so Unterhaltung steht, und für irgendwie gute Laune, dass der sich die Zeit nimmt und das im Programm eine Stelle findet, sowas zu zeigen, wenn man manchmal im Vergleich auch hört, wie schwierig es ist, in öffentlich-rechtlichen Sendern überhaupt für Programme Sendeplätze zu finden, dann hat mich das sehr gefreut. I love ProSieben. Ich arbeite schon ganz lange für den Laden in verschiedensten Funktionen. Funktion eigentlich nicht, weil es ja nicht Hausmeister, Kantine und dann zum Moderator hochgejazzt, sondern in verschiedenen Rollen, so war das ja, also mit unterschiedlichen Sendungen und so. Und ich muss auch sagen, vielleicht schwächt das meine Verhandlungsposition in ein paar Jahren oder keine Ahnung, ob ich das jetzt einfach doof bin. Aber ich weiß gar nicht, also ich finde den schon sehr gut, den Sender. Schmitti, wen nominierst du heute? Ja. Gegen Ende des Podcastes. Wir haben ja festgestellt, dass du so viel Reality-TV schaust, ja. so völlig so in dieser Welt versunken bist. Also wen nominierst du heute? Ich nominiere tatsächlich jemand, aber leider niemand von euch beiden. Wie? Das ist ja gut für uns. Das heißt, wir dürfen bleiben im Podcast. Ihr dürft bleiben, ja. aber es ist jetzt wirklich, und jetzt mal Spaß beiseite. Ui. Jetzt kommt nämlich Sommerhaus. Oh. Hast du Spaß beiseite, jetzt kommt Sommerhaus. Das ist der Rubrikname. Ne? Ja. Oh. So, Klaas. Also pass auf, ich versuche dich hier immer mit abzuholen, so wie das Jakob mit unseren Zuhörern. Aber vielleicht möchte ich ja nicht abgeholt werden, vielleicht möchte ich einfach zu Hause bleiben. Vielleicht möchte ich gar nicht an der zugigen Straßenecke stehen und darauf warten, dass ich abgeholt werde. Vielleicht möchte ich einfach an der Ecke rausgelassen werden und ich laufe den Rest. Also, Geständnis Nummer 1. Ich habe die Folge von... Heute ist dieser von Sonntag noch nicht gesehen, Schmitti. Tut mir leid. Von Sonntag nicht mal? Nee, die muss ich noch gucken, die von Sonntag. Und die von Mittwoch hast du jetzt auch nicht? Doch, die habe ich gesehen. Hä, hast du einen übersprungen? Nee, halt, ich habe die Sonntag habe ich geguckt. Ja. Und die Mittwochsfolge habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja. Also, es bleibt irgendwie, es wird halt auch immer härter. Nicht mehr so hart wie in der ersten Folge, wo es drüber gegangen ist wegen Alkoholkonsum und wo es wirklich so mehr als ein Geschmäckle hatte. Es bleibt aber wirklich schmerzhaft anzuschauen. Es wird immer schlimmer, weil die sich wirklich mittlerweile wie Tiere verhalten. Alle. Es geht wirklich, es dreht sich ja alles darum, dass die ganze Gemeinschaft diese Eva, diese Ex-Bachelor-Teilnehmerin, hasst. Vor allem der Ex-Bachelor André Mangold, der mal eine Affäre mit der Eva hatte und das clasht jetzt so ein bisschen im Sommerhaus. Sie hat ihn drauf angesprochen vor den laufenden Kameras und da herrscht wirklich purer Hass. Darf ich das nochmal konkretisieren, weil ich ja auch großer Bachelor-Experte bin. Ja. Eva und seine jetzige Freundin waren unter anderem als 2 von 3 im Finale. Mhm. Und im Finale vom Bachelor davor gibt es immer die sogenannten Dream Dates. Da fährt man wie nach Aruba, Jamaica, I wanna take her. Und hat dann da nochmal so einen schönen Abend und irgendwie einen schönen Tag. Ja. Und da hat er mit der Eva geschlafen und hat sich aber trotzdem dann für die andere entschieden. Mhm. Und das ist auch bekannt den Zuschauern und eben auch beiden Frauen. Ja, daraufhin gab es, glaube ich, so ein bisschen Schlammschlacht auf Instagram und den Einschlägen
sonstigen Kanälen. Und die Eva wird jetzt auch nicht müde, also die ist jetzt nicht eine, die sagt, komm, was das war und vergessen ist vergessen, sondern sie ist schon auch mit dem Thema eingezogen. Aber warum sitzt Dr. Dressler im Rollstuhl? Wie bitte? Ist das eine Lindenstraßenreferenz? Ja. Ja, ich wollte auch mitlabern. Schmidt, die bitte. Also, das kulminiert halt gerade so, dass der sich die ganze Gruppe, man sieht so schön die Gruppendynamik, wie sich wirklich die Eva, der kann mittlerweile, wenn sie Bratkartoffeln macht, ja, kriegt sie das so um die Ohren gehauen. Wie kann diese Hure, wie kann die wagen, uns Bratkartoffeln zu machen? Es war Mutter wirklich, Beimer, die macht auch mal Bratkartoffeln. Sie hat Rührei gemacht am Morgen. Eine ganze Pfanne voll für alle Bewohner, weil sich da wieder so ein bisschen in die Gruppe reinkommen wollte. Und die einzelnen Bewohner haben Spiegelei sich extra gemacht, weil sie von ihr kein Rührei wollten. Und das ist ihr wirklich so um die Ohren geflogen. Man sieht aber so eine Gruppendynamik, ja, wie die sich alle hochschaukeln, wie jeder Atmer von ihr irgendwie eine Beleidigung an die Gruppe ist und. Weil das ist doch eigentlich die Dynamik auch von Mobbing. Also sie sitzt komplett auch in der Falle. Sie setzt sich für die Gemeinschaft ein, macht Rührei oder Bratkartoffeln. Mhm. Das ist dann scheiße, weil jetzt will sie sich nur ranwanzen. Ja. Wenn sie nichts macht, dann ist sie egoistisch und tut nichts für die Gruppe. Ne? Ja, es ist wirklich faszinierend zu sehen, aber auch schmerzhaft. Also es hat gerade nicht mehr den Anstrich eines Comedy-Formats. Und das ist übrigens das, was mich am Sommerhaus so sehr stört gerade, dass ich früher das wahnsinnig gern geguckt habe, weil ich wirklich mich totgelacht habe. Also ich habe bei wenig Fernsehformaten so viel richtig Tränen gelacht. Also ne, die Stinkejacke und irgendwie der Pissfleck beim Heiratsantrag. Oder gab es ein paar, die haben immer so ein Babysprache miteinander gesprochen. Das haben die auch so schön herausgearbeitet im Schnitt. Und das mit den richtigen Musiken unterlegt. Auch nicht plump, sondern ja, irgendwie geistreich. Und da habe ich wirklich Tränen gelacht. Ich bin also hysterisch habe ich ja gelacht. Und ich habe der gesamten Staffel bisher nicht einmal gelacht. Ich habe einmal gelacht bei diesem Gedichtespiel, weil die zu blöd sind, sich drei Sätze zu merken. Da muss ich so einmal kichern, weil die machen ja, wegen das dann den so lustigen Zahnprothesen. Nee, nicht mal deswegen, sondern weil die haben dann bei dem einen ESO-Paar von der Bulli-Parade, die versuchen das so esoterisch zu lösen, sich was zu merken und dann machen die so eine gute esoterische Musik und dann verkacken die es natürlich. Da habe ich wirklich herzlich gelacht, aber ansonsten gibt es da nichts zu lachen. Nee, das stimmt. Und man sitzt einfach nur aufrecht im Sofa, Mund offen und guckt sich das menschliche Leid da an. Aber und menschliches Leid ist das Stichwort. Ich möchte darf ich ganz kurz, ja, ich will nur eine Zusatz, du kannst gleich weitermachen, ne? Aber ich möchte es nur einmal noch herausarbeiten, dass du den ganzen Tag und auch diesen Podcast über, ich hatte das Gefühl, hier ist gerade einer reingekommen und hat dir eine Bluttransfusion gemacht oder so. Ja? Du bist auf einmal, bist du wie so ein agiler 16-Jähriger und springst hier rum wie so ein junges Reh im Morgentau und erzählst hier, als ging es um deine, ich weiß nicht was, um deinen Geburtstag und so. Und vorher hängst du da und meckerst da einen rum und kritisierst uns entweder vielleicht auch zu Recht selber und man hat wirklich das Gefühl, ach Mann, wie lange macht er noch? Und jetzt auf einmal das letzte Aufbäumen. Also bei so Patienten im Krankenhaus wird man bei jemandem, der so eine Performance wie du ablieferst, richtig misstrauisch, weil bevor Leute sterben, sind die noch einmal so ein, zwei Tage richtig gut drauf, dass die Verwandten sagen, ach Mensch, es geht ja schon wieder besser, ne? Und dann sind sie tot. Ich möchte einen Preis vergeben. Ich möchte einen Preis vergeben. Gibt es sowas wie, also keine Ahnung, nennst du den Schmitti des Monats, so, den ein Mann ganz definitiv verdient hat. Der unterm Radar läuft, aber der wirklich für mich der Held des Alltags, des Lebens, der ist für mich Spirit Animal. Das ist Chris, der Freund von Eva, der besagte Eva, die sich mit allen angelegt hat. Ja. Der Mann sieht aus wie Schreck, also der ist halt irgendwie 2 Meter groß, 2 Meter breit, könnte jeden irgendwie die Knochen aus dem Leib reißen, auch dem Bachelor und so, der könnte die alle zermalmen. Der hat wirklich eine Hand wie so. Mit Gewalt, ja. Der sieht richtig, das ist ein richtiger Baum. So. Und er kommt da rein. Und das Erste, was seine Freundin macht, ist, den Bachelor nochmal mit der alten Schnackselei zu konfrontieren, während er daneben steht. Und es wird so offensichtlich, dass sie da noch lange nicht drüber weg ist. Dass sie wahrscheinlich auch noch irgendwie ihr Herz so ein bisschen an dem Bachelor und sie deswegen auch so enttäuscht ist und da so viele, ne? Das mit einer stoischen Ruhe hört er sich an, wie die und auch nicht nur die beiden, sondern die ganzen Bewohner über die Schnackseleien von seiner Freundin und dem Bachelor reden. Das steht er daneben und guckt.
So, dann denkt man, vielleicht ist er einfach ein bisschen blöd und rafft das alles nicht. Aber nee, er rafft das alles. Und er steckt das weg und macht, ruht so innerlich und bricht nicht aus. Und jetzt ist er ja mitgehangen, mitgefangen. Alle hassen Eva und er muss ja zu seiner Frau stehen. Das heißt, er kriegt auch allen Hass von allen Seiten ab. Er ist isoliert. Er muss alleine frühstücken mit ihr. Er muss gucken, wann die anderen duschen, damit er duschen kann. Er schleicht abends ins Bett heimlich. Ne? Er ist wirklich komplett persona non grata. Alles wegen seiner Frau. Er hat noch nie irgendwas. Und die beleidigen seine Frau halt auch auf wüsteste Art und Weise. Und er hat nicht irgendwie den Drang, die zu zerreißen, sondern argumentiert noch schlauer und besser und sagt, Leute, jetzt beruhigen wir uns mal hier alle. Jetzt ist mal Schluss bitte mit dieser Diskussion. Er bleibt dann mal höflicher, als es jeder von uns wäre. Ey, und so Leute wie der Drosten, so Haiupais, kriegen hier ein Bundesverdienstkreuz. Ja, der Mann braucht das. Er ist wirklich, der ist so glühend. Der hat so viel Kraft und nutzt sie, hat nur Worte und steht zu seiner Frau und geht da durch dick und dünn, wie es noch niemand gehabt hat. Er wird im klassischen Sinne, Machos würden sagen, enteiert. Vor seiner Frau, weil es da zu sehr um die Schnackselei mit dem Bachelor geht. Er nimmt das alles stoisch hin, guckt und ist da irgendwie der Moderator im Sommerhaus. Er steht zwischen den Fronten, also eigentlich auf der Seite von Eva, aber mahnt immer wieder zur Ruhe und rastet nicht aus. Und ich erwarte, ich hoffe, dass er das beibehält und nicht irgendwann in Folge 8 oder 9 der hingeht und den einem nach dem anderen die Fresse poliert. Denn er hätte recht. Meinst du, der macht sich da so eine kleine Liste im Kopf? Ja, ich, also vielleicht beruhigt er sich damit, dass er so innerlich so eine Liste macht, so eine Todesliste, also wie der Löwe im Wald. Mich macht es doch nachdenklich, dass wir gerade ein glühendes Plädoyer für und über jemanden gehört haben, der es schafft, als herausragende Leistung, obwohl es den einen oder anderen Konflikt auszutragen gilt, nicht seinen Mitmenschen in die Schnauze zu hauen. Ja. Aber ich glaube, jeder von uns würde seinen Mitmenschen da auf die Schnauze hauen wollen. Und da würde ich jetzt nur noch leicht widersprechen, Schmidti. Nee, aber meine Argumentation war ja, dass er sowohl ein Ruhepol ist wie der Dalai Lama des Sommerhauses. B, hält er zu seiner Frau. Ja. Und zwar egal, was kommt. Er ist da wie der Fels in der Brandung. Er stellt sich vor sie. Er macht mit Worten das, was man sich wünscht. Nämlich er baut Druck ab. Er versucht zu moderieren. Er versucht die Menge. Er macht Bratkartoffeln. Ja, und er steht dazu und er erträgt vor allem, und das hätte ich so einem Typ nicht zugetraut, der eigentlich so 2 auf 2 Meter ist und wo man sieht, dem ist auch so sein Buddy wichtig und alles, dass er nicht so sehr macho ist, dass er sich von dem Geschwätz über die Schnackseleien seiner Frau beeindrucken lässt. Er setzt sein Köpfchen ein und nicht die Muckis. Richtig. Ja. Nur das wollte ich sagen und nicht das, was du mir da reindichten willst. Ich habe vor ein paar Tagen an dich gedacht, Jakob. An mich? Ja. Ich habe gut oder schlecht? Weiß ich nicht so richtig. Nee, ich habe so über dich so nachgedacht, weil ich dachte, wie du das wohl so siehst. Das war das. Ich brauchte Brot. Muss ein Brot kaufen. Und dann war mir das zu weit bis zum Rewe. Dann gibt es so ein Brot, das ich manchmal kaufe. Ne? Und dann dachte ich, dann kann ich das ja so. Und dann dachte ich mir, hier ist um die Ecke noch so ein richtiger Brotladen. Den kenne ich, der ist super. Ja, so ein Brotladen. Mhm. Ne? Und so der wird ausgewiesen, macht der Brot, wirbt auch damit und sind überall, stehen so Schilder, wir haben Brot und so. Wo ich auch mal schon denke, ja komm, ne, das schreibst du am Rewe jetzt auch nicht dran, wir haben Brot, ja was denn sonst, ja ist logisch, haben die Brot, seit 100.000 Jahren gibt es Brot, das ist jetzt nicht die eine, ihr habt jetzt nicht irgendwie gerade den Fidget Spinner erfunden, Brot halt, ne. Und dann dachte ich mir, gut, dann gehst du da rein, kostet vielleicht 2 Euro mehr, aber dann musst du da nicht ganz da zum Rewe laufen. Und dann komme ich da rein und dann haben die so ganz viel verschiedenen Brot. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne hier so ein Brot. Brot, ne? Ja, also hier so ein was mit Körnern. Und da ist mir aufgefallen, diese Brotexperten, das ist ja das allerletzte Volk. Also wirklich, Leute, die sich was draus machen, wer es jetzt ein Brot ist, dann rechnet die mir davor. Ich fühle mich so provoziert, Moment mal. Jetzt schon. Aber nur noch die Topf von den Brotbackautomat-Arschlöchern. Ja, nee, aber das ist noch, schlimmer. Das ist wirklich, das ist zwischen Pfeifenraucher und Weinexperte. Provoziert! Und dann sage ich, ich hätte gerne so einfach so ein Brot mit so Körnern oder was, also Körnerbrot. Wie du hier machst. Nee, also war das. Ich sag dir einfach nur, wie das war. Du Basler hier rum. Hör mal auf zu schreien. Du Baslerst hier rum, um mich zu provozieren. Das merke ich.
Gar nicht. Ich will da einfach nur mal ein Brot haben. Dann ist ein Kasten aus Teig. Das darf kosten 2 Euro. Und da wollen wir den Grünzeugfresser, hier den Körnerfresser, wollen wir da was anderes. 7 Euro für so einen Klumpenteig. Ich glaube, es hat. Das ist doch deine Haltung. Nein, hier. Gar nicht. Das ist doch deine Haltung. Nein, jetzt hör doch mal auf. Beruhige mich jetzt. Du wirst niemals die Story hören, wenn du jetzt weiterhin so. Wie heißt der im Sommerhaus, der Typ, der Schrank? Chris. Chris. Ich versuche jetzt nochmal meinen inneren Chris zu channeln. Mach den Chris. Das war ganz, bitte, Klaas. War ganz anders. Ich bin wirklich wohlwollend da reingegangen, weil ich dachte, vielleicht ist das ja auch was für mich. Ich bin da durchaus offen. Gut. So, und ich bin dann rein und dachte mir, ach du, jetzt nutze einfach mal die Gelegenheit und mach das mal, weil ich sonst nicht auf die Idee komme. Ja. Habe ich gesagt, hätte ich gerne. Und dann wird mir erstmal vorgerechnet, wie viel Dinkelanteil, wie viel Roggenanteil, wie viel Prozent Roggen, wie viel Prozent Dinkel. Das gibt es ja auch nochmal andersrum und so. Ne? Dann hat das auch alles noch so einen Namen. Ne, dann kann man nicht einfach sagen, ich hätte gerne das kleine graue Mischbrot da. Da heißt es irgendwie, kann man bei Dietmar Wischmeier auch so eine Beschreibung, dass man dann angefahren wird von der Verkäuferin, die dann sagt, das ist ja kein kleines graues Mischbrot, das ist ein Kosakenschniepel. Ja, das hat also dann noch irgendwelche besonderen Bezeichnungen und so. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne, kann man das auch schneiden? Nein, wir schneiden kein Brot. Und dann habe ich gesagt, okay. Alles klar, also ich muss das jetzt halt so nehmen, so wie im Mittelalter, ne? Wie aus dem alten, so, weißt du, so ein Leibbrot, den man irgendwo vom Bauern geschenkt bekommt, weil man seit 4 Tagen nichts gegessen hat, ne? So sah das aus. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich das jetzt halt, das sieht ja alles ganz gut aus, gibt es denn irgendeins, was nicht so eine harte Kruste hat, weil, naja, haben Sie sowas? Und dann haben gesagt, nee, also da sind Sie hier ganz falsch, wir haben nur Brot mit super harter Kruste. Wir machen nämlich, und dann kam das Wort eigentlich, was mich darauf gebracht hat, das mal weiterzuerzählen, wir haben hier eine anständige Kruste. Ja. Eine anständige Kruste. Und spätestens da bist du doch auf meiner Seite. Klar, man kriegt doch nicht erzählt, dass das was habe ich denn sonst gegessen mein Leben lang? Brot mit unanständiger Kruste, mit einer Kruste für Arschlöcher, die das Brot nicht ernst nehmen, mit einer anständigen Kruste. Aber wie hast du reagiert? Hast du dir das bieten lassen? Ja, sicher, ich habe das gekauft. Ja, meint sich jeder wieder raus und sagt, ich mit eurer anständigen Kruste, ihr könnt mich mal, ich brauche ja Brot, ja. Und ich wäre immer noch zu faul, zum Rewe zu gehen. Aber ich habe da dann mir so ein bisschen, ich bin dann so ein bisschen. Weißt du, was du hättest machen sollen? Hm? Dieses Brot, dieses Leibbrot nehmen und auf deinem Knie zerbrechen und dann in so einen YouTube-Beutel reinstopfen und sagen, danke für die Kruste, ciao. Aber was soll das? Eine anständige Kruste. Das arbeitet so viel mit Schuld. Ja. In so einem Moment schon, wenn die das sagen, oder? Das ist in dem Moment, es arbeitet so viel mit Belehrung. Alleine die Formulierung, es sei eine anständige Kruste, arbeitet mit Belehrung. Es gibt einfach so Sätze, die ich da nicht hören mag. So. Das ist wie mein junger Mann. Das ist genau dasselbe. Wenn ich da junger Mann von der Verkäuferin genannt werde, dann fühle ich mich auf dieselbe Art provoziert. Nee, ich sag euch was. Es ist eine Umkehr der Kunden-Verkäufer-Beziehung. Und das passiert einem immer in so spezialisierten Läden. Immer in Läden, in die du mich schleppst. So, immer. Und da ist passiert Folgendes. Da gehst du, also in normalen Laden gehst du rein, sagst in Berlin 6 Schrippen bitte. Dann sagen sie, sie sind hässlich und geben dir die und du gehst raus. Ne? In solchen Läden ist es so, du kriegst eine Audienz beim Professor, der die Seife die spezielle, das Brot oder so verkauft und du kannst wirklich vor Dankbarkeit zergehen, dass der sich jetzt eine Minute Zeit nimmt, dich kurz zu belehren, dir das Gefühl zu geben, du bist der letzte Knilch und du kriegst dann, weil der dich dann doch irgendwie sagt, komm, nun ist es auch gut, gibt der dir noch dankenswerterweise sein Brot für 8 Euro. Und dann hast du dich aber zu verzwiebeln und musst nächstes Mal wiederkommen und davon Fan werden. Ja. Und das ist diese komplette Berliner Umkehr dieses Prinzips. Genauso war es. Genauso und das verstehe ich auch, dass einen das auf die Palme bringt. Und das hat auch, ansonsten hätte ich da gar nicht gesagt, ich habe aber wirklich zu Hause mit 3 verschiedenen Messern probiert, die scheiß anständige Kruste aufzugehen. Das ist wirklich, das ist ein Tresor, dieses Brot. Du kommst nicht ran. Ich wäre verhungert zu Hause. Wenn es das letzte Brot auf der Welt gewesen wäre und ich der einzige in ganz Berlin gewesen wäre, der noch ein Brot saugt. Wie so eine Kokosnuss muss man das öffnen. Ich wäre da nicht rankommen. Ganz ehrlich, dass man sagt, es wären mehr Leute als von Haiangriffen umgebracht von Leuten, denen dieses Brot auf den Kopf gefallen ist. Wirklich. Aber was, 100%ig. Was ich wirklich auch schlimm finde, das hast du ja gerade schon angedeutet, ist, dass dich diese ganzen Bäcker, die so kettenartig sind, mit ihren Bezeichnungen so zwingen, die zu nutzen. Weil du kannst, ich versuche dann immer, wenn die sowas heißen wie so Mümmelbrötchen oder so, der kleine Mümmelmann oder so, ne, ist dann einfach so ein Brötchen. Und dann versuche ich das schon immer nicht zu sagen, weil ich fühle mich da so, Streit mit meiner Mutter darüber schon. Und ich sag dann immer, ich hätte gern das da. Ja, was denn? Na, das hier vorne.
Ja, das Mümmelbrötchen. Die wollen, die geben nicht Ruhe, bis du auch so irgendwie der kleine Mümmelzwerg oder so das Rosinchen gesagt hast. Und ich will aber nicht morgens grummelig vorm ersten Kaffee das Rosinchen sagen. Ich will sagen, das da. Und das ist für die viel schlimmere Gewalttat. Nee, vor allen Dingen, meine Mutter hat das selber mal verbrochen, sowas. Meine Mutter hatte ja schon alle möglichen Jobs und unter anderem hatte sie mal einen Kaffee. Nein, echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, doch. Ja, ja? Zwischendurch. Ja, ja. Die hatte, der Mann meiner Mutter, Vogeltorsten, der hat, Vogeltorsten hatte erst eine Kneipe ganz lange. Ja. Warum heißt der Vogeltorsten? Weil er ganz viele Vögel hat. Und der hat, der hat so Singvögel, hält er sich, oder wie nennt man das? Und ja, die darf man, aber dürfte man jetzt nicht freilassen, weil die halt in der deutschen Luft würden die sofort vom Himmel fallen, wie in so einer biblischen Erzählung. Jetzt sage ich noch süß, dass er das hat. Ja, genau. Und er hat halt so ja, ist ja egal. Also Vogeltorsten hatte eine Kneipe und dann hat er gesagt, jetzt keine Kneipe mehr, weil es ne, passiv rauchen und die ganzen Besoffenen da ständig, muss ja nicht sein. dann haben die beiden gemeinsam Kaffee aufgemacht. Und da gab es, meine Mutter hat dann selber Kuchen gebacken dafür, ganz viel. Meine Mutter kann sehr gut backen. Warum haben wir das noch nie bekommen? Kurzer Einschub. Weil Schmittis Mutter schickt hier immer die köstlichsten Nussecken aller Seiten. Meine Mutter verkauft das halt. Die verschenkt das nicht. Ich bin das lecker, das würde ich ja auch Geld dafür bezahlen. Ja, mittlerweile verkauft das auch nicht mehr. Wenn du jetzt, meine Mutter hört das ja hier, ja. Du kriegst jetzt bestimmt mal ein Stück Kuchen geschickt. Ja, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja, das egal kann sie, was. Kann sie auch, ne, pass auf, egal was. Weil sie ich hat mag nämlich, ja alle Kuchen. Ja, ich weiß, aber. Wenn die gut sind. Ja. Sie hat aber dann einen Kuchen verkauft, den sie selber gemacht hat und sie hatte praktisch in der Hand, wie man den nennt. Ja. Und ich habe zu ihr gesagt, nenn es doch einfach ganz normal Apfelkuchen. Ja. Nenn es Apfelkuchen, das ist ein Apfelkuchen. Und irgendwann spricht sich rum, der Apfelkuchen ist genau wie ein Dangast, der Rhabarberkuchen, das muss sich irgendwie heißen. Man genau. weiß, das schmeckt gut, dann ja. gehen wir dahin und mit einem Kuchen kannst du in einer Stadt wie Oldenburg auch die Leute anlocken. Na klar. Die gehen dann auch dahin. Und es gibt natürlich überall Kuchen und so, aber wenn du einen besonders guten ja. Kuchen hast, dann kommen die dahin. Es gibt super viele Omas, die geil sind auf Kuchen. Und die gehen dann dahin und essen Kuchen. Ja. So, und ich gehe da auch ab und zu hin. Ich bin auch Kuchenfan, genau wie du. Ja. Und dann nennt sie diesen Kuchen kleiner Apfeltraum. Oh. Kleiner Apfeltraum. Und es gab aber gar keinen großen Apfeltraum. Ja, also warum ja, klein? Warum ist auch noch klein? Warum auch noch klein? Also auch dumm, ne? Also macht man da seinen Kuchen schlecht? Stell dir vor, du hast so einen Kuchen und du nennst ihn so mittelguter Apfeltraum. Ja, Mittelapfeltraum. Ja. Ja, Apfelalbtraum. Ja. Warum? Der Eklige. Der Eklige. Der Eklige. Ja. Was soll das? Ja, weil hab ich dir auch gesagt. Ich gesagt, Mama, warum zwingst du die Menschen, das zu sagen, ein ekliges Wort wie kleiner Apfeltraum was zu sagen? Was sagt sie dann? Weil das ist ja stellvertretend für alle diese Namen. Ja. Weltmeisterbrötchen. Ja. Wie, wenn ich das fresse, werde ich Weltmeister oder was? Ja. Fühle ich mich wie ein Weltmeister. Ja. Eine leckere Weltmeisterbrötchen. Ja, genau. Mit Salami. Ja. Und was dann, hat die dann gesagt? Na, die hat dann gesagt, naja, das klingt doch schön. Und dann hat dann so getan, das wissen sie nicht, wovon ich spreche. Und dann hat sie es natürlich gemacht, um mich aufzuregen. Ne? Also der kleine Apfeltraum, das ist heute noch ein geflügelter Begriff. Und du kannst von Glück reden, dass du Klaas heißt. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, absolut. Ja. Also habe ich einmal erzählt über die, ich weiß gar nicht mehr, habe ich in dem Podcast mal dieses Nusseckengate erzählt? Ich glaube nicht. Also meine Eltern bringen ja manchmal, also sie schicken uns ja Nussecken, die meine Mutter backt und dann landen die in der Firma etc. Und da Klaas mal Geburtstag hatte, haben meine Eltern ihm auch so eine Tüte mit Nussecken, also wirklich über Wochen gebacken und damit Liebe zubereitet. So. Und meine Eltern waren zu Gast bei, ich glaube, Duell um die Welt, bei der Aufzeichnung, sind nach München gefahren, hatten diese Tüte mit Nussecken in der Hand. Jetzt schämt sich Klaas schon, liebe ZuhörerInnen. Ich versuche es ein bisschen zu reportieren. Er reibt sich die Augen, er schämt sich, sein Gesicht verfärbt sich, die Hand geht über meine Augen, er hält sich die Hand vor dem Mund, er schämt sich langsam warm. Ich weiß, ich will es gar nicht bewerten, ich erzähle es dir einfach mal so wie... So, also meine Mutter hat da also ihre Plastiktüte und da so drin ist für Joko so eine kleine Tüte und für Klaas eine kleine Tüte mit Nussecken und die weiß, die freuen sich bestimmt und so. Das ist für sie wirklich aufregender als die Sendung und alles so, dass sie die dem Klaas und dem Joko überreichen kann, weil sie liebt euch wirklich. So, und wie sie auch. Ja, und dann war so kurz vor der Probe, hat sie Joko erreicht, ne, hat sie ihn getroffen und hat ihm diese Nussecken gegeben und der hatte die Tränen in den Augen und hat gesagt, das ist ja unfassbar und sowas Liebes hat er noch nie und er hat gezittert, er kriegt wieder einen roten Hals und es war wirklich, er war sichtbar gerührt, hat meine Eltern umarmt und nicht mehr los, also sie haben was gelernt fürs ganze Leben, so die kommen zurück ins Saarland und erzählen und der Joko, der war ja so dankbar, der hat sich da, so dieser, dann kam Klaas. Ah.
Klaas kommt, kriegt von meiner Mutter dieses Paket mit Nussecken überreicht und sagt auch Danke und hat sich auch gefreut. Das will ich ihm gar nicht abstreitig machen. Dann hat er noch, während er mit meinen Eltern so Smalltalk hält, dass die Sendung gleich losgeht und dies und das und ob sie sich freuen, ob sie gut angekommen sind, hat er so nebenbei diese Tüte, da war auch nur eine kleine Schleife und ein kleines Kärtchen dran, hat er so aufgerissen wie ein MacBook Pro packen und hat sich, während er da den Smalltalk hält, eine Nussecke nach der anderen reingepfiffen, teilweise drei in der Hand gehabt und in den Mund gestopft und hat vor den Augen meiner Eltern diese ganze Tüte innerhalb von 2 Minuten leer gefressen, unten auf dem Boden. Und dann hat er gesagt, ich muss los, wir proben gleich, viel Spaß in der Sendung, tschüss, ich bin weg. Wupp, er ist weg und ich sehe noch, wie die Tüte, die liegt auf dem Stuhl neben von der Tribüne, auf der sie standen, und unten lagen so ein paar Krümel von den Nussecken. Und das, da erzählen meine Eltern heute noch von, dass sie noch nie jemand gesehen haben, der so schnell alle Nussecken selbst meine Mutter gefressen hat. Und das, die waren ein bisschen, also du hast dem Produkt nicht die Liebe gegeben, die das Produkt also vielleicht verdient. Also ich muss jetzt hier mal die Musik mal ausmachen hier, ne? Das mache ich jetzt mal aktiv hier, weil ganz ehrlich, in anderen Ländern, ne, ist das wirklich ein Ausdruck extremer Höflichkeit. Nee, Moment. Im Mittelalter. Nein, Moment. Du meinst nicht falsch. Andere Länder, so was weiß nein. ich, Schweden oder so. Du meinst das sogenannte Mittelalter. Nein. Warum röpstet und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? Ja. Also, es ist tatsehlich, also wenn man auf isst, dann geht das... Wehe, du furzt Mächel an das nächste Mal. Jetzt ist gut. Also, es gilt als höflich, wenn man alles auf isst. Das ist mir in Israel mal passiert. In Israel saß ich im Kibbutz und habe abends gegessen mit der ganzen Gemeinschaft da, mit ganz vielen Leuten, saß man an einem großen Tisch und ich habe mir dann wirklich mit letzter Kraft da den Hummus reingespachtelt. Und mir hat das nicht geschmeckt, ne, weil das also nicht besonders gut gewürzt war und so. Und ich habe einfach, um höflich zu sein, alles aufgegessen. Und in dem Moment, wo ich alles aufgegessen habe, kam die nächste Ladung. Weil, wenn der Teller leer ist, hat man ja offenbar noch Hunger. Wenn man was überlässt, ist das ein Zeichen für, hier ist Schluss. Mhm. So, und es ist höflich, alles aufzuessen. Ja. Sofort, weil es ja heißt... Nee, das sofort hast du uns da jetzt reingegentet. Ich sofort, sagt niemand. Klaas hat einfach sofort mit reingehühnert. Ja, sofort. Ja, es ist höflich, sofort und unverzüglich, alles aufzuessen. Also es ist höflich, alles auf das Mund zu krümeln. Ist sich in den Mund zu stopfen. Also ganz ehrlich, ich habe kannst du überhaupt nachvollziehen, was, ich kann das nachvollziehen, was die Irritation ausgelöst hat? Ja, sicher, klar. Ich habe das also mit weniger Liebe gegessen, als es zubereitet wurde. Das ist so der Vorwurf. So, oder? Also ich das jetzt richtig verstanden habe. Und mir hat das aber sehr gut geschmeckt und ich möchte auch hier nochmal ein deutliches Signal setzen, dass ich weiterhin gerne bereit bin, Nussecken entgegenzunehmen. Leona esse ich auch sehr gerne. Und alles im Prinzip, was es gibt aus dem Saarland, also aus eurem Haus letztendlich, ne? Das würde ich gerne essen. Ja, weil mir das alles sehr gut schmeckt, weil das mit Liebe gemacht ist und weil du tolle Eltern hast, die uns alle durchfüttern. Und ich weiß, wenn wir immer mal richtig Scheiße bauen, verhungern werden wir nicht. Genau, wir brauchen niemals preppen. Nee. Weil das machen im Grunde Schmittis Eltern für uns. Also sie können jederzeit Wurstdosen, wie viele Wurstdosen? Wie die Alliierten, so eine Luftbrücke aus dem Saarland nach Berlin, die besteht jederzeit. Das ist schön, da freue ich mich drüber. So, Leute, haben wir viel gelernt heute. Haben wir. Warte. Ich muss nochmal meine PR-Agentur nochmal gucken, ob die das mit den Tieren nochmal für mich dann mit so ein paar Statements nochmal über die Woche nochmal richtig... Kein Problem, das machen die Zuhörer, die schreiben dir jetzt mal ihre Haltung zu deiner Ansicht. Ich gehe jetzt direkt zu so einer Shitstorm-Agentur, die mich so berät, wie ich mich jetzt da perfekt verhalte. Du kannst jetzt hier zur Story Machine gehen. Ne? Die machen doch sowas. Philipp Jessen und Kai Diekmann. Genau. Die setzen jetzt ein paar Themen für dich und so und die erzählen das jetzt richtig groß. Ja. Und da ist es einfach wichtig jetzt, du hast ja gesagt... Ich muss wieder Herr des Narrativs werden. Ja, das Getting Ahead of Communication, sagt man. Genau. Ja, du musst praktisch den Zug anführen. Ja. Du bist der Lokführer des Themas. Und das geht natürlich nur mit Profis, weil du natürlich schon eine harte Aussage machst. Zu sagen... Tiere haben keine Seele und Pflanzen sind so wie Campingtische. Das ist eine Sache, die man schwer wieder einfangen kann. Und deswegen nutze ich jetzt vielleicht die letzten Minuten dieses Podcasts, nochmal Folgendes zu sagen. Also ich werde jetzt im Anschluss ans Tierheim 50 Euro spenden. Nee, eine unbekannte Summe ist besser. Ich werde ans Tierheim eine Summe spenden. Und ich werde gleich mal bei Peter auf die Internetseite gehen und gucken, ob die Lust haben, mich nackt mit so einer Espresso-Tasse vorm Pimmel so zu fotografieren, dass ich da mal zeige, nicht mit mir die Pelze zum Beispiel.
Seid ihr zufrieden? Nee. Can I get a woo-woo? Also das mit dem Tierheim wird kontrolliert. Ich kann dir die Kontonummer geben, denn ich spende da auch hin. Ja. Weil da war das Dach mal kaputt und da hat es reingeregnet. Ja. Ja. Schmitti hat seinen Grill ans Tierheim gespendet. Das habe ich gehört. Ja, das fand ich auch kurios. Man weiß nicht, was sie damit tun, aber der ist jetzt erstmal da. Ne? Haben sie extrem gefreut und es hat die Arbeit sehr erleichtert, hieß es so. So, fragen wir auch nicht nach, ne? Ja, reicht jetzt. Also seid jetzt so, ich spende da jetzt eine Summe. Ja. Und dann ist auch gut mit dem Thema Tiere, ne? Meinst du, das ist dann so einfach von der Backe gewischt? Ey, ich will jetzt mich hier nicht im Kopf gerade, dass ich dann noch so 10 alte Hunde aus Griechenland jetzt aufnehmen muss. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Oh, das wäre aber toll. Nee, das mache ich nicht. So die riechen dann nach altem Regen und so. Nee, komm, das ist mir zu viel. Also wer so Tier konnte, so, der muss hier zu Schmitti oder Tommy Schmidt. Der geht wirklich ins Tierheim und der ist da so am Kuscheln. Ich bin auch Tierfan. Ja, ihr seid der kuschelige Typen. Nee, ich bin ein naturverbundener, tierlieber Mensch. Ja. Ist echt so. Tja. Ja. Gehen wir mal ins Tierheim zusammen? Nein. Okay. Was ziehe ich denn jetzt an auf dem Comedy-Preis? Also, wie gesagt, ich würde dir einen Anzug von mir geben, aber wenn ich dafür zu dick bin, dann passt du da auch nicht rein. Aber ich finde jetzt wirklich, dass man da keinen Anzug anziehen muss. Wieso hat der nicht? Das ist jetzt noch nicht so fein. Das hat doch auch was mit dem eigenen Anspruch zu tun. Naja, aber das letzte Mal waren wir da und da hatte keiner einen Anzug an. Ja, das war da war ich nämlich der einzige Idiot, der einen Anzug also hat. Also soll man sich so Olli Geis-mäßig anziehen? Ja, ich so zieh mich an wie so ich zieh Sneaker an und ein Sneaker Jackett und so, eine, so ein Jackett und darunter ein Kapuzenpulli. So Olli Geisen-Style, nee, so Köln nicht. 2006. Oder Jenke von Wilmsdorf. Ja, einfach 2020. So, ja, du meinst so eine hellbraune Lederjacke. Nee, so ein Jackett, wo die Kapuze mit eingenäht ist. Also ich ziehe mich an wie Klaus Theo Gärtner in Einem Fall für zwei. Oh, mit so einer braunen Lederjacke. Mit so einer Wildlederjacke, wie Matula. Matula. Ja, so ziehe ich mich an. Na, ich ziehe, ne, ich glaube, ich weiß auch nicht. Oder nee, ich ziehe mich an, weißt du, so richtig auf kumpelig, ich ziehe mich an wie die Kostümbildner, die Leute in der RTL-Serie der Lehrer anziehen. So mit so einer coolen Lederjacke, die auch schon ein bisschen was erlebt hat und so. Und irgendwie so ohne große Marken ziehe ich mir einfach so pastellige ich ziehe mich vielleicht an wie Pullis an. Wie Heller von Sinn mit so einem Overall. Und da mache ich so als Thema, da mache ich so ganz viele leere Bierdosen dran. Weißt du, so ein Grün mit so ganz vielen Bierdosen. Ja. Das ist aber so klimpert, wenn ich mich setze. Das ist eine gute Idee. Ich weiß auch noch nicht, was ich anziehe. Wir müssen jetzt mal den Podcast beenden, ne? Ja. Ach so, läuft das noch? Das läuft noch, ne? Oh Gott, das tut mir leid. Da also, haben wir euch jetzt hier dran gehalten. Es gibt bestimmt so Leute, ich kenne das, wenn man joggt und dann will man so lange joggen, wie der Podcast die ist. Wissen man, jetzt noch. Weißt du, man muss ja nicht, man kann ja auch, sagen wir mal, irgendwie 9,8 Kilometer rennen. Man muss ja nicht 10 rennen oder 11,5 oder so. Es ist halt immer besser, eine runde Zahl zu haben. Und man will natürlich, dass der Podcast zu Ende ist und dann erlaubt man sich anzuhalten, weil dann hat man das geschafft. Und wenn die dann, aber das ist so, als wenn einer telefoniert und der legt einfach nicht auf. Und man denkt immer, ja, jetzt, weil man irgendwas Kleines erzählen muss, damit man weiter kann. Und dann klingt es immer kurz, als würde er gleich auflegen, als wäre der Podcast gerade vorbei und immer will man die nur noch anschreien. Jetzt leg endlich auf! Habt ihr das Promi-Boxen geguckt? Da haben wir auch nicht drüber geredet. Das möchte ich nicht mehr besprechen. Ey, das war so ein schöner Kampf. Oh, ihr mit euren Ansichten. Ernesto ihr habt jetzt schon, Monte nein. Schummeleid, da schiebe ich jetzt einen Riegel davor. Wir haben jetzt genug über eure Bekloppten geredet. Ich werde jetzt nicht noch das Promi-Boxen hier soziokulturell auseinandernehmen. Das habt ihr jetzt hier mal wie Hegel habt ihr jetzt erklärt, wie das alles sein muss. Das ist mir alles scheißegal, wirklich. Das Promi-Box interessiert kein Mensch, dass sich eure Kloppis da auf die Schnauze hauen. Da müsst ihr mir nicht noch irgendeine menschliche Theorie zu erklären. Das ist mir alles egal. Das ist genauso doof, wie es war. Also was mir nur wichtig ist, dass das den Tieren gut geht. So, tschüss. Alles Liebe, alles Gute. Auch für die Tiere. Fake, Alter. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.